Hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Veranstaltung in der Reihe des ZMI Schreiben für den Film, Autorinnen, Themen, Formate in Zeit- und mediengeschichtlichen Kontext. In dieser Reihe sprechen und diskutieren wir mit FilmautorInnen und Filmschaffenden, die im weitesten Sinne mit dem Schreiben, Redigieren, Editieren oder auch Korrigieren von Drehbüchern, Skripten und Filmvorlagen befasst sind. Gleichzeitig sind wir daran interessiert, uns Fragen, die das filmische Schreiben betreffen, auch theoretisch anzueignen und sie im weitesten Sinne Literatur-, Geschichts-, Sprach-, Medien- und kulturwissenschaftlich zu reflektieren. Ich freue mich deshalb sehr, am heutigen Nachmittag und Abend beide Perspektiven in einem etwas längeren Workshop verschränken zu können und Theorie und Praxis durch zwei extrem interessante und einschlägige Gäste vertreten zu sehen. Ich begrüße ganz herzlich Annette Hess, Film- und Serien- und auch Romanschreiberin, die, ich glaube, sie ist im Moment nicht sichtbar, in einer Kachel irgendwo anders in Deutschland sitzt, genau wie viele der anderen, die heute zuschauen. Und ich begrüße sehr herzlich Norman Echtler, Literatur- und Medienwissenschaftler, der hier mit mir am ZMI zusammensitzt. Ich begrüße außerdem die vier weiteren Personen, die an der Konzeption und Organisation dieser Reihe beteiligt sind und mit denen wir später ins Gespräch kommen möchten mit Annette Hess. Die sind jetzt noch im Publikum und ich werde sie dann später noch mal kurz vorstellen. Ich selber bin Katrin Lehnen, Sprach- und Mediendidaktikerin. Und ich moderiere die heutige Veranstaltung und bin eben auch Mitglied der Sektion Medien und Didaktik, die diese Reihe konzipiert hat. Natürlich begrüße ich auch ganz, ganz herzlich alle Zuschauenden und freue mich, dass Sie sich die Zeit nehmen, unseren Workshop zu begleiten, wissend, dass wir alle viel zu viel vor diesem Bildschirm sitzen und auch wissend, dass wir das Ganze ganz anders geplant hatten, nämlich als Präsenzveranstaltung mit Ihnen, Frau Hess. Und als wir das geplant haben, waren wir auch noch 200% sicher, dass das klappt, weil da noch niemand von Omikron gehört hatte. Ja, was erwartet Sie heute? Wir starten gleich mit einem Vortrag von Norman Echtler. Er wird uns einen Überblick geben über die Geschichte des Drehbuchschreibens und er wird dies in Form von Filmsequenzen tun. Diese Filmsequenzen bilden sozusagen die Reflexionsfläche für die Entwicklung des Handlungsfelds und des Genres des Drehbuchs, die in Deutschland ja eher nicht sehr sichtbar sind. Nach einer kurzen Pause gehen wir dann ins Gespräch mit Annette Hess. Annette Hess ist, so viel darf ich schon vorwegnehmen, eine der renommiertesten Film- und Serienschreiberinnen in Deutschland, die mit ganz unterschiedlichen Drehbüchern enorme Reichweiten erzielt und sehr viele bekannte Serien geschrieben hat. Diese Serien sind sehr populär geworden, darunter Weißensee und Kudamm, um mal die zwei vielleicht prominentesten zu nennen. Das führe ich allerdings jetzt nicht weiter aus, sondern ich stelle Annette Hess später noch einmal vor, wenn wir zu diesem Part des Abends kommen. Lassen Sie mich jetzt mit einer kurzen Vorstellung von Norman Echtler starten. Ich versuche mich kurz zu halten, damit viel Raum für die inhaltlichen Überlegungen bleibt und beschränke mich sozusagen so auf ein paar Spotlights. Das Ganze ist hochexemplarisch. Ja, Norman Echtler oder Dr. Norman Echtler, um genau zu sein, ist akademischer Rat am Germanistischen Institut an der JLU Gießen. Außerdem ist er, wie wir alle, die wir diese Veranstaltung organisiert haben, Mitglied der Sektion Medien und Didaktik am Zentrum für Medien und Interaktivität. Und Norman hat sich 2012 promoviert mit einer Arbeit zum westdeutschen Nachkriegsroman, Titel Generation in Kesseln, das soldatische Opfernarrativ im westdeutschen Kriegsroman 1945 bis 1960. Seine Arbeits- und Forschungsschwerpunkte sind sehr breit gefächert und bewegen sich einerseits im Schnittfeld von Nachkriegs-, Gegenwarts- und Popliteratur. Andererseits zeigt sich in seinen Arbeiten ein großes Interesse für historische Überlegungen im institutionellen Feld der Schule. Aktuell bezieht sich seine Forschung zum Beispiel auf, und auch hier nenne ich einen Titel, Schulprogramme höherer Lehranstalten, interdisziplinäre Perspektiven auf eine wiederentdeckte bildungs- und kulturwissenschaftliche Quellengattung. Norman Echtler hat zu einzelnen AutorInnen gearbeitet,
Er hat aber vor allen Dingen auch an ganz vielen Film- und Vortragsreihen und auch entsprechenden Veröffentlichungen mitgewirkt. Unter anderem, ich nenne hier wirklich nur eine, Ikonografie des Terrors, Formen ästhetischer Erinnerung an den Terrorismus in der Bundesrepublik 1978 bis 2008 zusammen mit Carsten Gansel. Zu seinen publizierten Arbeiten zählen zahlreiche Gespräche und Interviews mit AutorInnen und Filmschaffenden, von denen ich jetzt kein spezifisches herausgreifen möchte, die man aber gut im Netz dokumentiert findet auf seiner Homepage. Und insofern passt die heutige Veranstaltung, glaube ich, sehr, sehr gut in das gesamte Forschungsgeschehen von Norman. Neben seinen Arbeiten, die Literatur- und mediendidaktische Fragen des Deutschunterrichts berühren, möchte ich hier noch zwei jüngere Publikationen und Mitherausgaben nennen, die dann vielleicht auch das breite Spektrum und die historische Spanne und sicherlich auch die Interdisziplinarität seines Arbeitens und seiner Forschungstätigkeit ganz gut zum Ausdruck bringen. Das ist unter anderem die Mitherausgabe der jüngst erschienenen Festschrift für Carsten Gansel im Verbrecherverlag. Und sie heißt Generationalität, Gesellschaft, Geschichte, Schnittfelder in den deutschsprachigen Literatur- und Mediensystemen nach 1945. Oder auch seine beiden Herausgaben mit Monika Roxhelmer, die wir auch später noch sehen werden. Kindertransport 1938-39, Gegenwartsliteratur und historische Zeugenschaft. Und schließlich eine Veröffentlichung auch mit Monika Roxhelmer. Zwischen Schweigen und Schreiben, interdisziplinäre Perspektiven auf zeitgeschichtliche Jugendromane von Kirsten Boje und Gina Meyer. Wie gesagt, das sind sehr exemplarische Sachen, die ich herausgegriffen habe. Man könnte sehr viel mehr sagen, aber Sie finden auch, wie das heutzutage so ist, sehr, sehr viel im Netz zu seinen Arbeits- und Forschungsschwerpunkten. Wir hören jetzt Normans Vortrag und ich möchte zwei kurze Vorbemerkungen machen. Wir haben nicht vorgesehen, nach dem Vortrag über den Vortrag zu diskutieren. Vielmehr ist der Vortrag eher als Einführungs- und auch Impulsvortrag angelegt, der einen theoretischen Rahmen oder auch konzeptionellen Rahmen für unsere Reihe wie auch für das spätere Gespräch mit Annette Hess abgeben soll. Dann noch die weitere Vorbemerkung, dass die Veranstaltung heute aufgezeichnet wird und später auf dem YouTube-Kanal des ZMI verfügbar sein wird. Und dabei kommt es zu einer etwas merkwürdigen Konstellation, damit Norman die Filmausschnitte, die er zeigen möchte, auch wirklich zeigen kann, ohne Urheberrechte zu verletzen, wenn wir das eben aufzeichnen, muss sehr deutlich erkennbar sein, dass diese Filmausschnitte in Form von Zitaten im Rahmen eines wissenschaftlichen Vortrags erfolgen, dass sie also in einen wissenschaftlichen Vortrag eingebettet sind und zu wissenschaftlichen Zwecken verarbeitet werden. Und deshalb kann Norman, wo das ein bisschen absurd ist, seine PowerPoint nicht einfach auf dem Bildschirm mit uns teilen, was wäre das Naheliegendste wäre, sondern er stellt sich jetzt gleich vor eine Präsentationsapparatur am ZMI und hält den Vortrag so, als säßen Sie alle hier mit uns am ZMI. Das ist ein bisschen merkwürdig, aber nicht zu ändern. Und das ist sozusagen das Halbanaloge im Digitalen, so wie wir das zurzeit ja immer wieder an unterschiedlichen Stellen erleben. Damit will ich es auch gut sein lassen und Norman, gebe dir das Wort, bevor ich irgendwann später dann zu dir in deine Kachel komme. Ja, liebe Katrin, ganz herzlichen Dank für diese ausführliche Einführung in unser Thema heute Abend. Vielen Dank für die Vorstellung und vielleicht hat dieses Analoge im Digitalen ja den Effekt, dass Sie irgendwann mal abschalten und tatsächlich glauben, wir befinden uns hier alle zusammen in einem Raum, wie in the good old days. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich möchte Ihnen und Euch heute eine kurze Geschichte des Drehbuchschreibens erzählen und erzählen lassen. Katrin hat schon darauf hingewiesen, denn meine Geschichte wird ergänzt durch Geschichten, die das Kino selbst zu diesem Thema hervorgebracht hat. Mein Vorgehen orientiert sich dabei an einem Konzept, das wir in unserer ZMI-Sektion Medien und Didaktik unter dem Begriff Schreibszenen derzeit unsere Aufmerksamkeit widmen. Es geht dabei einerseits um Fragen im Zusammenhang mit konkreten kreativen Schreibprozessen und so sind wir eben sehr gespannt auf das, was wir nachher von Annette Hess aus ihrer Schreibwerkstatt berichtet hören. Zum anderen interessieren uns Formen der künstlerischen Inszenierung von Schreibprozessen in unterschiedlichen medialen Formaten. In diesem Sinn
machen meine Filmbeispiele das Drehbuchschreiben selbst zum Gegenstand. Es sind Schreibszenen im wahrsten Sinne des Wortes. Meine Ausführungen wie auch die Filmauswahl konzentrieren sich dabei auf das westeuropäische und amerikanische Kino des 20. Jahrhunderts. Die Perspektive ist also von vornherein eingeschränkt. Auch die Filmauswahl muss sicherlich noch vielfach ergänzt werden. Für Hinweise und Anregungen bin ich deshalb sehr dankbar. Meine Geschichte hat 7 Kapitel. Kapitel 1, Schreibszenen aus der Stummfilmzeit. Kapitel 2, die Entwicklung des Drehbuchs zur Textsorte. Kapitel 3, Filmkomödien über Sein und Schein. Kapitel 4, Drehbuchautoren im Studiosystem. Kapitel 5, der Tod des Drehbuchautors. Kapitel 6, Autorenfiguren im Film der Gegenwart. Und ein ganz knapper 7. Ausblick am Ende. Wir beginnen unsere Geschichte des Drehbuchschreibens im Jahr 1913. Die erste Schreibszene, die wir sehen, stammt aus Urban Gads Melodram Die Filmprimadonna mit Asta Nielsen. Der Film ist nur noch als Fragment erhalten. Es ist wahrscheinlich das älteste überlieferte Zeugnis von einem deutschen Spielfilm über das Filmemachen. Gedreht wurde am realen Set eines Vorgängerfilms. Fiktion und Dokumentation gehen hier also fließend ineinander über. Die Handlung dreht sich um die unerfüllte Liebe des Drehbuchautors Walter zu dem Starlet Ruth, die wiederum einem Falschspieler verfallen ist. Walter verfasst ein Drehbuch über die Situation. Am Filmende verschmelzen Binnenfiktion und Rahmenhandlung. Ruth stirbt beim Abdrehen der letzten Szene aus Walters Text. Der dokumentarische 90-Grad-Schwenk durch das Studio am Anfang des Films vermittelt zunächst einen Eindruck über das Treiben in den Hallen und schneidet dann eine fiktive Gesprächsszene zwischen Filmproduzent und Regisseur über ein Drehbuch ein. Also das hier sind jetzt dokumentarische Aufnahmen von einem Filmdreh. Und jetzt kommt gleich der Schnitt. Jetzt sind wir in der fiktiven Szene. Die Diskussion über das Drehbuch wird in diesem Augenblick unterbrochen durch einen Brief der Filmprimadonna, die sich über das mangelnde Niveau dieses Drehbuchs beschwert. Da von diesem Film nur Fragmente der englischsprachigen Fassung vorhanden sind, ist dieser Brief entsprechend in Englisch abgefasst. Das ist Insert. Die nächste Sequenz zeigt uns Ruth am Teetisch, wie sie uninspiriert in weiteren Drehbuchentwürfen blättert, als Walter ihr ein neues Skript anbietet. Ruth schaut sich zunächst mal den Drehbuchautoren an, den sie noch nicht kennt, er zückt sein Skript und anschließend bittet sie ihn, aus dem Drehbuch vorzulesen. Die Folgesequenz springt zurück ans Set. Die Produktion ist ganz auf den Star zugeschnitten. Ruth instruiert die Crew anhand von Walters Drehbuch. Sie kontrolliert den Entwicklungsprozess des Films. Wir sehen sie hier an den Trockentrommeln und am Ende in der Diskussion mit dem Produzenten. 1913 ist der Kindtop knappe 20 Jahre alt. Urban Gad gibt uns nicht nur einen Einblick in den State of the Art des Filmsystems, darüber hinaus ist die Primadonna ein Beleg dafür, dass das Medium auch kunstgeschichtlich in eine neue Phase tritt. Die Phase, in der sich die junge Kunst ihrer selbst bewusst wird und sich als solche zu reflektieren beginnt. In der zweiten Hälfte der 1910er Jahre setzen sich auch in Deutschland einige wenige große Filmstudios und Filmverleiher durch. Es entstand das Konzept der Monopolfilme.
Studios banden Regisseure und Filmstars als Markenzeichen an sich. So entstanden mit Asta Nielsen und Urban Gad zwischen 1913 und 1915 ganze 17 Spielfilme, in denen Nielsens Rollentypus aus Femme Fatale und moderner Weiblichkeit voll entfaltet wurde. Drehbücher hatten in diesem Erfolgskonzept zu folgen. Bei Urban Gad ist es die Primadonna, die entscheidet, welcher Stoff wie umgesetzt wird. Der Drehbuchautor ist in diesem System nur mehr funktional integrierter Auftragsarbeiter. Zugleich sagen wir im Filmausschnitt, dass die Textsorte selbst das Drehbuch an Bedeutung gewonnen hat. Je länger die Spielfilme, umso wichtiger wurde eine ausgearbeitete Grundlage als Leitfaden nicht nur für die Filmhandlung, sondern auch die Inszenierungsebene. Das Drehbuch erhält nun eine erste feste Struktur, das sogenannte Szenario. Dazu ein Beispiel aus einem der erfolgreichsten Filme der Vorkriegszeit, Hans-Heinz Ewers, Der Student von Prag. Die Handlungsbeschreibung des Szenarios ist gegliedert in Bilder. Was Ewers hier an Setting und Geschehen beschreibt, nimmt das spätere Bildfeld genau vorweg, da zu dieser Zeit noch die einzelnen Szenen in jeweils nur einer Einstellung abgedreht werden konnten, kann Ewers auf genaue filmsprachliche Anweisungen verzichten. Wir bekommen also für jedes Bild nur den Inhalt dessen, was dann abgefilmt wird. Zum Vergleich, in Thea von Harbous Drehbuch für Fritz Langs Metropolis von 1927 ist das Szenarium in seinen Möglichkeiten dann ganz ausgeschöpft. In die Darstellung des Bildinhalts integriert sind unter anderem konkrete Angaben zu Einstellungsgrößen, zur Montage und zum Dialog. Der Student von Prag steht für ein zweites Erfolgskonzept, den sogenannten Autorenfilm. Dieses Etikett sollte den Film als Kunstform herausstellen und damit für ein bildungsbürgerliches Publikum attraktiver machen. Die Produzenten betrieben dafür einigen Aufwand. Sie vermarkteten die Filmschaffenden offensiv als Künstler und engagierten bekannte Literaten. Hier sehen wir Hans-Heinz Ewers. Als erster Autorenfilm gilt Der Andere von 1913, gedreht von Max Mack. Paul Lindau, um 1900 ein bekannter Bühnenautor, hatte dazu sein gleichnamiges Drama für den Film eingerichtet. Der gefeierte Bühnendarsteller Albert Bassermann gab darin sein Leinwanddebüt. Max Macks Filme bieten die älteste Überlieferung einer Genrekonvention des Autorenfilms, die sich im wahrsten Sinne des Wortes als Schreibszenen beschreiben lassen. In einem Vorspann wird der berühmte Dichter gezeigt, wie er am Szenario arbeitet. Eine zugleich legitimatorische wie selbstbewusste Inszenierung des neuen Mediums als Kunst. Diese extradiegetische Sequenz aus Der Andere ist nur noch als ein Standbild erhalten. Erhalten hat sich aber der Vorspann in einem anderen Film von Max Mack aus demselben Jahr mit dem Titel Wo ist Coletti? Wir sehen zunächst den Wiener Dramatiker Franz von Schöntan am Schreibtisch über der Arbeit am Drehbuch. In der Folgeszene baut sich in einem Trick die Schreibszene von selbst neu auf. Dann wird zuerst der Autor und dann der Regisseur eingeschnitten. Und Mack macht Schöntan nun Vorschläge für die Hauptdarsteller. Auch dies geschieht in einem Trick. Er wirft nämlich sogleich deren Namen auf die Wand. Und nicht genug des Tricks in Form einer Trickblende, die wir jetzt sofort sehen. Zaubert der Regisseur die Darsteller selbst ins Bild. Das britische Starlet Maud Schlessing und die beiden Schauspieler Hans Junkermann und Heinrich Fehr. Alle machen sich bekannt.
Und dann kann der Regisseur sich an die Arbeit machen. Während der Hochphase des Autorenfilms publizierte Hugo Münsterberg eine der wenigen Filmtheorien, die dem Drehbuchautor einen gleichwertigen künstlerischen Rang neben dem Regisseur einräumte. Er grenzt den Film als Kunstform von allen anderen Künsten dadurch ab, dass das ästhetische Gelingen hier grundsätzlich von der, wie es heißt, deutsche Übersetzung, Kooperation zweier schöpferischer Persönlichkeiten abhänge, dem Drehbuchautor und dem Regisseur. Tatsächlich sollten Szenaristen in Deutschland aber kaum aus dem Schatten der gefeierten Filmregisseure treten, abgesehen von den monolithischen Ausnahmen Karl Mayer und Thea von Harbou, die mit ihren Drehbüchern für die Filme von Murnau bzw. Fritz Lang Kinogeschichte geschrieben haben. Daran änderte sich auch in der Ära des Tonfilms nichts. Im Gegenteil, die Filmkunst braucht Filmkünstler und sonst gar nichts, konstatierte Rudolf Arnheim 1932 und weiter, der Manuskriptautor ist eine komische, bedauernswerte Figur, die verschwinden muss. Kapitel 2, die Entwicklung des Drehbuchs zur konventionalisierten Textsache. Die Marginalisierung des Berufsstands Drehbuchautor in Filmwissenschaft und Filmkritik hing von Anfang an auch mit seinem Produkt zusammen. Das Drehbuch ist in doppelter Hinsicht ein Hybrid. Es ist eine protomediale, dem eigentlichen Werk vorgelagerte literale Vorstufe und als solche zugleich eine intermediäre künstlerische Gattung, die vermittels literarischer Darstellungsformen die filmsprachliche Realisierung einer Geschichte evoziert. Ihr künstlerischer Eigenwert besteht dann darin, wie überzeugend diese Evokation gelingt. In diesem Sinne verstand Sergei Eisenstein das Drehbuch als ein Zitat, Stenogramm eines emotionalen Ausbruchs, der nach der Verkörperung in einer Unzahl bildlicher Gestaltungen strebt. Und Wolfgang Kohlhaase sprach 2011 vom Drehbuch als einer Mischung aus Poesie und Gebrauchsanweisung. Während diese doppelte mediale Zwischenstellung die Bewertung seines Status als künstlerischer Text seit jeher erschwert hat, verfestigte sich das Drehbuch seit den 1930er Jahren zu einer heute hochgradig konventionalisierten Textsorte. Dabei müssen verschiedene aufeinander aufbauende Textstufen unterschieden werden, die im Produktionsprozess eine jeweils eigene Funktion haben. Am Projektanfang steht das Exposé, die knapp skizzierte Filmidee für die Produzenten. Diese Skizze wird in einem zweiten Schritt erweitert zum Treatment, das eine Sequenzierung der Handlung vornimmt, Angaben zu den wichtigsten bildsprachlichen Ausdrucksmitteln macht und zentrale Dialoge bereits skizziert. Das Drehbuch selbst wird vom Rohdrehbuch bis zum sogenannten drehfertigen Skript mehrfach überarbeitet, das heißt in seinen inhaltlich-technischen Angaben immer weiter präzisiert. Das separate Regiebuch weist gegenüber dem Drehbuch noch zusätzliche Konkretisierungen und drehbegleitende Modifikationen des Regisseurs auf und bildet dessen eigentliche Grundlage für die Inszenierungsleitung. Aufgrund seines Charakters eines Work in Progress ist die Festlegung auf ein Originaldrehbuch, zum Beispiel für eine Druckfassung, deshalb oft schwierig. Historisch haben sich zwei Strukturvarianten des Drehbuchs herausgebildet, die europäische Variante und die Hollywood-Variante. Das in Europa gebräuchliche Aufschreibesystem bildete für jede Szene in zwei Spalten links die visuelle Ebene und rechts die auditive Ebene, synchron ab. Hier sehen wir die publizierte Fassung von Erich Kästners Drehbuch zum UFA-Jubiläumsfilm Münchhausen und hier Gesa von Schiffrars Drehbuch zu Frauen sind keine Engel. Mit entsprechenden Angaben, wie Sie hier sehen, zu Kamerabewegungen, die Bildnummern, Einstellungsgrößen, nah und solche Angaben wie dann zur Schuss-Gegenschuss-Montage hier für den Dialog. Wir werden diese Szene gleich sehen. Die amerikanische Variante integriert filmsprachliche Anweisungen und Dialoge in linearer Folge wie im Filmskript zu Citizen Kane von 1941. Dieses sogenannte Master Scene Script hat sich seit den 1960er Jahren international durchgesetzt. Es wurde in seinem strukturellen Aufbau einerseits sukzessive standardisiert, andererseits vom Zwang detaillierter filmsprachlicher Angaben, die nun dem Regiebuch vorbehalten sind, befreit. Jede Szene hat ihre eigene Nummer
und Überschrift mit Angaben zu Ort und Zeit. Dann folgen die spielsprachlichen Anweisungen, der Dialog und am Ende Angaben zum Übergang zwischen einer Szene und der nächsten, Dissolve. Es wäre jetzt also hier eine Blende in die nächste Szene, wird überblendet. Um zu gewährleisten, dass eine Seite Drehbuch etwa einer Minute Filmgeschehen entspricht, ist selbst die Typografie festgelegt. Schriftart Courier in 12-Punkt-Größen. Wir haben es heute beim Drehbuch also mit einer stark standardisierten Textsorte zu tun, für deren Erstellung es inzwischen auch spezielle Software gibt, wie zum Beispiel das Schreibprogramm Final Draft, hier zu sehen an einem Beispiel aus Laila Spielers Drehbuch für Andreas Dresens Wundermann-Film. Drittes Kapitel, das Leben ist ein Drehbuch, selbstreferenzielle Filmkomödien über Sein und Schauen. Schon Urban Gartz Filmprimadonna war ja auf das selbstreferenzielle Spiel mit einem Drehbuch als handlungstragendes Element angelegt. Der Film basierte auf der Idee, dass Walter seine unglückliche Liebe in einem Drehbuch verarbeitet und dass die Handlung dieses Drehbuchs und das Schicksal der angebeteten Hauptdarstellerin am Ende verschmelzen. Ruth stirbt tatsächlich wie im Drehbuch angelegt. Es nimmt mich Wunder, dass das Drehbuch seither wiederholt zum handlungstragenden Element für selbstreferenzielle Spielfilme geworden ist. Es handelt sich dabei vor allem um Komödien, die die Idee für ein unterhaltsames Spiel mit Wahrheit und Fiktion nutzen und zum Teil damit einen ironischen Blick hinter die Kulissen der Traumfabriken verbinden. Ein erstes Beispiel ist Willy Forsts Frauen sind keine Engel. Den Auszug aus dem Drehbuch von Schiffra haben wir gerade gesehen. Der Film ist als Pendant zur amerikanischen Screwball-Komödie angelegt und lässt sich als Teil der Unterhaltungsoffensive verstehen, die Goebbels im Schatten der Kriegswende forcierte und deren spektakulärer Höhepunkt der Münchhausen-Film bildete. Die Uraufführung von Münchhausen erfolgte genau 4 Wochen nach der Niederlage von Stalingrad am 3. März 1943. Frauen sind keine Engel folgte am 23. März. Der Großteil der Handlung von Frauen sind keine Engel spielt auf einem Ozeandampfer. Der Regisseur Richard Amden und sein Stammautor Alfred Bold sammeln dort Ideen für einen neuen Film. Mit an Bord ist auch Bolds Verlegerin Orla. Amden trifft auf Helga Norden, die ihren Mann in Notwehr ermordet haben soll und von dem Kriminalkommissar Bandini auf dem Schiff dingfest gemacht worden ist. Anden, völlig verzaubert von der geheimnisvollen Schönheit, beschließt Hals über Kopf mit Helga zu fliehen. Frau Orla klärt ihn aber darüber auf, dass es sich in Wirklichkeit um ein Betrügerpärchen handle, das mit dieser Masche reichen Männern das Geld aus der Tasche zieht. Anden konfrontiert daraufhin Helga und diese gibt den Tatbestand reumütig zu. Natürlich hat sie sich zwischenzeitlich auch unsterblich in Anden verliebt. An dieser Stelle also ein Happy End? Nein, denn der eigentliche Clou der Geschichte kommt erst noch. Die gesamte Situation entpuppt sich nämlich als ein Arrangement von Frau Orla. Helga ist in Wirklichkeit ihre Nichte und Autorin eines Drehbuchs, das Anden bislang ignoriert hatte. Bandini ist ihr Bruder. Um den Regisseur von der Überzeugungskraft des Drehbuchs zu überzeugen, haben die drei die Story inszeniert, mit sich selbst als Schauspielerinnen und dem ahnungslosen Anden in der Hauptrolle. Zurück zu Hause wagt es Helga dann nicht, Anden reinen Wein einzuschenken. Dieser erkennt erst kurz vor der Hochzeit, als er Helgas Drehbuch erstmals in die Hand nimmt, dass er Opfer dieser Inszenierung wurde. Seine Reaktion auf die böse Überraschung folgt aber auf dem Fuße. Du musst etwas zeigen. Lies da mal. Ach, du Liebe. Ich bin ganz fertig. Ach. Rato? Sie müssen sich irren, mein Herr. Ich heiße Helga Norden. Oh, nee. Oh, weh. Nein, nicht weiter, nicht weiter. Steht da alles drin. Dein ganzes Liebesabenteuer. Jetzt weiß ich erst, warum sie mir so bekannt vorgekommen ist. Sie ist die Nichte der Generalin. Ich habe sie einmal im Verlag getroffen. Wohin? Ach so. Was fällt dir denn ein? Das ist ein ganz gutes Drehbuch. Alles deine Schuld. Hättest du es früher gelesen,
Übrigens sind einige recht spannende Szenen drin. Allerdings die Ausführung ist nicht so, wie wenn ich... Hast recht. Sehr spannende Szenen. Aber die Schlussszene werde ich inszenieren. Richard Wandel, wollen Sie Helga Norden ehelichen, die ein treuer Mann und Beschützer werden, dann antworten Sie mir mit Ja. Ja. Helga Norden, wollen Sie Richard Wandel zum Mann nehmen und meine gehorsame und treue Frau werden, dann antworten Sie mir mit Ja. Oh, Verzeihung. Dann antworten Sie mir mit Ja. Ja. Damit erkläre ich die Ehe für geschlossen. Richard. Moment, das steht nicht mehr im Drehbuch, Frau Norden. Dankeschön, Herr Bernhard. Gerne geschehen, an. Die Rolle war zwar nicht groß, aber... Darf ich mal das Drehbuch haben? Ja, bitte. Auf Wiedersehen, an. Sind Sie zufrieden mit meiner Inszenierung, Frau Norden? Der Standesbeamte überreicht die Ringe und sagt, damit erkläre ich die Ehe für geschlossen. Abblenden. Im Übrigen gratuliere ich Ihnen, das Drehbuch ist nicht ohne Spannung, aber leider ohne Herz. Doch das lässt sich leicht reparieren, dafür haben wir ja unsere Herzspezialisten. Ich habe Ihr Buch sehr warm empfohlen und Sie können sich schon morgen in meinem Büro den Vertrag abholen. Privat möchte ich Ihnen noch raten, auch Ihre schauspielerischen Fähigkeiten zu kultivieren. Die Liebesszene in Ihrer Kabine war wirklich zauberhaft gespielt. Meine Damen, Herr Meifel. Hallo, wir sind fertig. Herr Adel, kann die Fassade auch abgerissen werden? Alles abreißen. Alles abreißen! Mit diesem erneuten Twist hat der Regisseur zum Schluss also wieder das Zepter in der Hand und natürlich heißt es am Ende... Nein, was dahinter kommt. Ein technischer Ausdruck. Ablen. In der Nachkriegszeit wurde das Konzept des Drehbuchs als selbstreflexiver Rahmen für eine Film-in-Film-Inszenierung wiederholt aufgegriffen. Ein Beispiel ist Helmut Keutners Die Zürcher Verlobung von 1957 mit Lieselotte Hulver. Der Film ist eine Adaption von Barbara Noacks gleichnamigem Roman, die Keutner mit der Autorin für das Kino eingerichtet hat. Lilo Hulver wird als beschäftigungslose Schriftstellerin Juliane eingeführt, die sich gerade von ihrem Liebhaber getrennt hat. Als Sprechstundenhilfe lernt sie den Arzt Jean und den Regisseur Paul kennen. Sie verliebt sich nicht nur sofort in Jean, sondern wird durch die Begegnung zum Stoff für ein neues Drehbuch inspiriert, das von Paul inszeniert werden sollte. Der Abend beim Produzenten dient dazu, die verschiedenen Visionen von der Weiterentwicklung des Drehbuchs auszutauschen. Keutner gibt mit dieser Sequenz einen ironischen Seitenhieb auf den zeitgenössischen Unterhaltungsfilm der 1950er Jahre. Ich habe die Sequenz ein wenig gerafft. Ich habe eigentlich noch gar keine Ahnung von Ihrem Manuskript. Bitte erzählen Sie mir doch mal, was für eine Figur ich eigentlich spiele. Nein, das ist noch zu früh. Du bekommst einen falschen Eindruck, Sonny. Wir müssen die Geschichte erst in Ordnung bringen, so wie sie jetzt ist. Ich finde sie ausgezeichnet, so wie sie ist. Genau das, was das Publikum sehen wird. Viel Herz ist da drin. Dankeschön. Also, sie geht in das Konzert. Was? Wer geht in das Konzert? Die Sprechstundenhilfe Eva Maria. Sie müssen sich ungefähr den großen Saal der Musikhalle vorstellen. Könnte es nicht Kammermusik sein? Ich meine, im etwas kleineren Saal. Plötzlich entdeckt Bernhard Eva Maria im Publikum. Er grüßt sie. Sie eilt zum Bühneneingang, um ihn zu sprechen. Aber er ist von Enthusiasten umringt, sie kann nicht zu ihm. Da entdeckt er sie in der Menge. Er eilt zu ihr. Irgendwohin, wo mich keiner kennt, sagt er. Und Eva Maria antwortet, wollen Sie mit zu mir kommen? Sie fühlt, dass dieser Mann ihr Schicksal ist. Eva Maria wohnt in einer winzigen Wohnung hoch über der Stadt. Er fühlt sich bei ihr daheim. Wie in seinen Schweizer Bergen. Und er erzählt ihr von all den dunklen Stunden seines Lebens.
denn hier ist eine tiefe, große Stille. Wie geht die Geschichte nun weiter? Der Dirigent bleibt natürlich über Nacht bei Eva Maria. Also... Aber nein, das wäre doch viel zu unmoralisch. Das gibt's im Leben, aber nicht im Film. Wenn nicht gerade ein Gewitter hereinbricht und ein geeignetes Heustadel in der Nähe ist. Ich habe sowas schon einige Male gespielt. Ein Heustadel gibt's bei Fräulein Thomas auch. Oder wenigstens eine dementsprechende Berghütte. Das ist eine sehr eindrucksvolle Szene. Ja, das ist wirklich sehr erregend. Das sieht allerdings viel später. Es ist ja dann auch schon Sommer. Der Dirigent hat alle Konzerte abgesagt und sich mit Eva Maria auf eine einsame Hütte in den Bergen zurückgezogen. Es sind für Eva Maria und Bernhard die glücklichsten Tage ihres Lebens. Der ganze Komplex hat sehr viel Herz. Ja. Aber nicht lange bleibt ihr Glück ungetrübt. Eines Tages nähert sich eine merkwürdige Gestalt der Hütte. Wer ist das? Büffel. Damit meinst du nämlich mich. Damit meine ich gar nicht sie. Und Sie haben eben nur denselben Spitznamen. Bis jetzt ist das Ganze doch sehr originell, nicht wahr, Frau Zimmer? Ach ja, ich glaube, sowas sehen die Leute immer wieder gern. Ich überlege nur, Dirigenten hatten wir in letzter Zeit schon so oft im Film. Sollte man aus dem Schweizer nicht einen Förster machen? An einem noch nicht so viel benutzten See. Der Förster vom Berner See. Hoffentlich hat ein Herr aus Zürich nicht auch eine Berghütte, auf der er dich sitzen lässt. Salü, mein liebes Hühnerli. Ich muss zurück, mich ruft die Pflicht. Ach, Sie sind auch mit einem Schweizer befreundet? Nein, das heißt... Das heißt, Sie sind ein Schweizer verliebt. Um sich die Avancen Ihres geschassten Liebhabers vom Leib zu halten, den wir hier links von Milo gesehen haben, erfindet Juliane in dieser Runde ihre in Zürich anstehende Verlobung. Daraus entwickelt sich dann eine heitere Scharade mit Paul, gespielt von Bernhard Wicki, der mit ihr zur gemeinsamen Weiterentwicklung des Drehbuchs in die Schweiz zu Jean fährt. Juliane schreibt ihr Drehbuch in der Art eines fiktionalisierten Tagebuchs über die Begegnungen mit Jean weiter. Damit kann sie es aber weder Paul noch dem Produzenten Krämer recht machen. Auch hier ein Zusammenschnitt zweier Szenen. Was soll denn auf dieser Berghütte nun eigentlich passieren? Tiefschürfende Gespräche, Händchen halten, Aussicht bewundern oder aber... Ich meine, passiert's nun oder passiert's nicht? Natürlich passiert's. Nur eben gezahnt auf einer höheren Ebene. 2024 Meter über Meeresspiegel. Also wenn Sie den nötigen Ernst für unsere Arbeit nicht aufbringen können, würde ich für meine Zeit hübscher verbringen, als mich von Ihnen anblaffen zu lassen. Julchen, seit Tagen versuche ich Ihnen nun klarzumachen, dass diese ganze Beziehung Eva Marias zu dem Schweizer Dirigenten einfach nicht stimmt. Menschlich nicht und erotisch nicht. Eva Maria ist doch kein Backfisch mehr. Diese ganze Verliebtheit ist doch reiner Kietop, das gibt's doch einfach nicht. Ach, Sie glauben, das gibt's nicht im wirklichen Leben, dass eine junge Frau, sagen wir Mitte 20, sich trotz gewisser Erfahrungen zum ersten Mal richtig verliebt. Von Herzen, mit Schmerzen, über alle Maßen. Jawohl, über alle Maßen. Mit allem, was dazugehört. Mit rot werden, mit nicht schlafen können, mit stottern und sowas ist eben Naturereignis. Bravo, dann soll's aber auch eins sein. Was sich aber bei Ihnen auf dieser Berghütte abspielt, das ist weder natürlich noch besonders ereignisvoll. Das ist einfach himmelblaues oder rosarotes Limonadengesöff. Was ist denn los? Wo wollen Sie denn hin? Endlich mit Jean auf die Berghütte. Händchen halten, Aussicht bewundern, stottern und rosarot werden, der Himmelblau jetzt sein muss. Oh Gott. Bitte? Ich dachte gerade an den armen Uri. Zuerst stirbt ihm der Vater und dann verlässt ihn die Braut. 12. Februar. Und am 25. soll erster Drehtag sein. Für dieses Drehbuch, was mir zum Beispiel überhaupt nicht mehr gefällt, ist der ganze Komplex in der Berghütte. Das habe ich mir ganz anders vorgestellt. Ich auch. Es ist doch ursprünglich eine starke erotische Situation gewesen. Und jetzt? Nichts Entscheidendes ist passiert. Leider. Aber Sie sind doch die Autorin. Sie hatten doch alle Fäden in der Hand. Wie es so weit war, ging es eben nicht. Das ist der verdammte Einfluss von Büffel. Immer alles ändern. Na, hat ja recht. Was ich damals geschrieben hatte, das war verstiegen und romantisch. Das gibt's gar nicht im wirklichen Leben. Die Leute sind romantisch. Die wollen doch auf der Leinwand nicht sehen, was sie jeden Tag zu Hause haben können. Aber Büffel sagt, das Publikum ist viel vernünftiger, als wir alle glauben. Sein Wort in Gottes Gehör hat. Ich produziere auch nicht gerne Schnulzen. Naja, der Schluss geht ja dann wieder, nicht? Wie die beiden sich in Zürich endgültig finden. Aber in der Mitte, bei der Berghütte, da fehlt's Herz. Wenn es wenigstens eine Forsthütte gewesen wäre, mit einem zahmen Reh. Ein Dirigent mit einem zahmen Reh. Ich sage ja schon immer, es müsste ein Förster sein. Thomas? Da
Abend wird er in der Zone zu. Wollen Sie nach Berlin? Wegen Sehnsuchtsentzug. Ach du liebe Güte, nun lassen Sie sich bloß von Düppel nicht noch mehr beeinflussen. Fräulein Thomas, wenn Sie mit ihm sprechen, streichen Sie diese ganze intellektuelle Psychologie aus dem Drehbuch raus. Da muss Herz hinein, Herz und nochmals Herz. Die Ménage à trois löst sich auf, indem sich einerseits andeutet, dass Jean schwul ist und Paul wiederum Juliane seine Liebe gesteht. Alles wird dadurch natürlich noch komplizierter und es kommt zum Bruch zwischen Paul und Juliane. Aber zum Glück schreibt am Schluss des Films auch hier der Regisseur das Happy End. Nur die kleine Rolle von gestern, die ausgemusterte. Bitte abfahren. Primierton. Das sind ja Sie. Ja, ich habe mich entschlossen, den Büffel selber zu spielen. Wenn schon, wenn schon. Das ist die Schlussszene. Büffel und die Sprechstundenhilfe. Die kriegen Sie glücklich. Büffel! Bitte doch nicht den Kopf weglaufen. Jetzt durch, jetzt ich weiß. Verlassen Sie sich drauf. Warum? Weil ich Angst habe, was geht. Weil ich Angst habe, dass du mir wieder nicht glaubst. Ach. Danke. Alles gut. Das gefällt mir aber gar nicht. Wieso denn? Sie müsste das letzte Wort haben. Was soll sie sagen? Alles ist gesagt. Zum Beispiel, ich liebe dich. Happy End. Wir kommen zu Kapitel 4, Drehbuchautoren im Studiosystem seit Beginn des Tonfilms. Kommen wir also an dieser Stelle auf die Geschichte des Berufsstands zurück. Wie sich in Julianes Ausgangssituation spiegelt, war deren Situation über Jahrzehnte prekär und wurde zum Anlass für die Schöpfung zahlreicher weiterer Filmfiguren mit berühmten Darstellern, die diese Filmfiguren verkörpert haben. In den 1920er Jahren setzte sich in den USA und Europa das kommerzielle Studiosystem durch und sollte bis Ende der 1950er Jahre das Gesicht der westlichen Kinoindustrie insgesamt prägen. Auch die Skriptproduktion wurde in dieses hochgradig arbeitsteilige und auf Effizienz getrimmte System integriert. Das Drehbuchschreiben wurde zur Aufgabe von an den Studios hauptberuflich Angestellten oder auf Honorarbasis arbeitenden Spezialisten. Drehbücher waren von diesen kreativen Dienstleistern maßgeschneiderte Produkte, die einschließlich der Urheberrechte in den Besitz der Produktionsfirmen übergingen. Sie galten als nicht eigenständige Werke und waren einmal in der Verfügung des Produzenten vor Eingriffen von dritter Seite nicht geschützt. Tatsächlich war das Drehbuchschreiben im klassischen Bollywood wie auch im deutschen UFA-System kaum mehr die Arbeit Einzelner, sondern ein kollektiver Prozess, der in der Regel von allmächtigen Produzenten bzw. Chefdramaturgen gelenkt und am Ende zum Abschluss gebracht wurde. Selbst innerhalb der Autorenschaft kam es zu weiteren Spezialisierungen. Bis heute beschäftigen die Studios Experten für die Weiterentwicklung eingereichter Filmideen, sogenannte Scriptreaders, für Dialogentwicklung und Plotkonstruktion, sowie Script Doctors für die Gesamtüberarbeitung der Texte. Diese Arbeitsverhältnisse der festen, freien Drehbuchautoren führen wiederum Billy Wilder und sein Stammautor Charles Brackett in ihrem Meisterwerk Sunset Boulevard von 1950 am Beispiel ihres Protagonisten, der erzählenden Wasserleiche Joe Gillis, auf ironische Weise vor. Joe ist pleite und begibt sich deshalb zum Paramount-Produzenten, um sein Exposé für einen maßgeschneiderten Sportfilm zu bewerben. Also Gillis, was bieten Sie mir an? Fassen Sie sich aber kurz. Es geht um einen Baseballspieler, einen Mann von außergewöhnlicher Schlagkraft. Er war in eine üble Affäre hereingekommen, aber ohne seine Schuld. Eines Tages erfährt die Mannschaft davon. Und zwingen den armen Kerl, sich für die Weltmeisterschaft zu melden. Ja, ja, so ähnlich. Und für den Schluss habe ich einen tollen Einfall. Ja, ja, und der Titel? Spiel der Leidenschaft, das Exposé ist hier. Schicken Sie mir aus der Dramaturgie das Exposé Spiel der Leidenschaft. Die Fox ist ganz wild auf der Stoff. Aber ich habe nicht das geringste Vertrauen. Können Sie sich Tyrone Power als Baseballspieler vorstellen? Ihr habt die richtige Besetzung dafür. Alan Ladd, es wäre eine Bombenrolle für ihn. Und dann scheint mir beinahe ebenso wichtig, fast nur Außenaufnahmen. Ich wette, der Film kostet kaum 1 Million. Verzeihung. Und eine hübsche Nebenrolle für Bing Crosby. Er müsste den Trainer der Mannschaft spielen. Und wenn er auf einmal anfängt zu singen, dann... Guten Tag, Mr. Sheldrake. Guten Tag. Hier ist das Exposé. Ich habe es in 2 Schreibmaschinenseiten zusammengefasst. Dankeschön.
Aber ich würde abraten. Gefällt es Ihnen nicht? Ich finde es blödsinnig. Nichts für Ellen Ladd? Es ist ein so abgedroschener Stoff, dass es schade um die Arbeit war. Dann wird es Sie freuen, Mr. Gillis kennenzulernen. Er ist der Autor. Miss Kramer. Mein Name ist Schäfe. Betty Schäfe. Ich schäme mich so, dass ich mich in ein Mauseloch verkriechen möchte. Darf ich Ihnen dabei vielleicht helfen? Es tut mir leid, Mr. Gillis, aber es ist unmöglich. Ich finde es flach und zeicht. Vielleicht verraten Sie mir, welchen Stil Sie bevorzugen. James Joyce, Dostoevsky? Den, der mein Herz anspricht. Ah, mit Gefühl und Seele. Das ist nichts für mich. Dann dreht doch nur noch vom Winde verweht. An den hat auch niemand geglaubt. Der war trotz Seele und Krieg ein Mord zur Folge. Ich war vielleicht enttäuscht, weil wir so oft über Sie gesprochen haben. Sie waren ein kommender Mann. Vergangenes Jahr schon. Heute schreibe ich, um zu leben. Und deshalb frisieren Sie einen dummen, abgedroschenen Stoff auf neu? Was sind das für Redensarten? Sie sprechen ja wie ein ausgekochter Asphaltkritiker. Das ist alles, Miss Kramer. Schäfer. Auf Wiedersehen, Mr. Gillis. Das nächste Mal schreibe ich für Sie die Heilige und Ihren Namen. Tja. Hoffentlich dreht die Fox nicht auch einen Baseballfilm. Ich habe keineswegs den Ehrgeiz, einen Film zu machen, der mit dem Oscar ausgezeichnet wird. Ich habe eine Idee. Wir suchen eine Rolle für Betty Hutton. Ist das eine Rolle für Betty Hutton? Offen gestanden, nein. Warten Sie mal. Wenn wir eine weibliche Baseballmannschaft nehmen, mit ein paar gepfefferten musikalischen Nummern, das Leben eines Baseballstars oder ein Frauenroman. Finden Sie das vielleicht witzig? Mir ist gar nichts im Lachen. Ich muss arbeiten und Geld verdienen. Ich habe für Sie nichts. Irgendeine Beschäftigung. Vielleicht als Hilfsdramaturg. Nein, wirklich nicht. Es geht nicht. Wie wir also gesehen haben, werden Joes Hoffnungen durch einen Scriptreader zunichte gemacht, nämlich durch Betty. Nachdem der Produzent ihn also auch nicht als Dialogautoren beschäftigen möchte, tut sich eine andere Möglichkeit für Joe auf. Er wird von der alternden Stummfilm-Diva Norma Desmond engagiert, um ein Stummfilm-Szenarium in ein Tonfilm-Drehbuch umzuschreiben, das ihr Comeback ermöglichen soll. Wenn ich mich wirklich dran halten würde, konnte ich die Arbeit in ein paar Wochen schaffen. Aber es war nicht so einfach, eine Linie in ihre wilden Fantasien zu bringen. Und was die Sache noch erschwerte, sie war die ganze Zeit um mich. Sie ließ mich nicht aus den Augen, ängstlich besorgt. Ich könnte ihr kostbares Werk zerstören. Was ist das? Eine Szene, die ich herausgestrichen habe. Welche Szene? Ihre Szene auf dem Sklavenmarkt. Es ist besser, wenn wir sie ganz einfach übersprechen. Eine Szene von mir? Sie sind zu häufig drin. Man will sie nicht immer sehen. Das sagen Sie. Was wissen Sie von meinen Millionen Verehrern? Sie bitten immer wieder um ein Autogramm von mir. Weil Sie mich sehen wollen. Mich, Norma Desmond. Bleib drin. Na schön. Ich hatte es aufgegeben, ihr zu widersprechen. Einen Schlafwandler soll man nie laut anreden, sonst fällt er und bricht sich das Genick. Gleichzeitig beginnt Joe mit Betty an einem Drehbuch für einen Liebesfilm zu arbeiten. Mit diesen Schreibszenen entwickelt Wilder eine Liebesgeschichte aus der von den Partnern zu schreibenden Liebesgeschichte. Als die eifersüchtige Norma davon erfährt, erschießt sie Joe im Affekt, der stürzt tot in den Pool. Auch in Sunset Boulevard ist es dann ein Regisseur, der die Geschichte beendet. Anders als in den vorherigen Beispielen geht es hier jedoch nicht um die Enthüllung einer Wahrheit, sondern um die Aufrechterhaltung einer Illusion. Max, Normas Butler, aber eigentlich ihr Ex-Mann und früherer Stammregisseur, inszeniert für die wahnsinnig gewordene Diva, als sie vor den laufenden Kameras der Wochenschau von der Polizei abgeführt werden soll, einen filmreichen Abgang, der unvergessliche Schluss des Films. Kapitel 5, der Tod des Drehbuchautors in den neuen Wellen der 1960er Jahre. Sunset Boulevard stellt nicht nur eine melancholische Hommage an die Stummfilmzeit dar. In ihrer Wasserleiche Joe nehmen Wilder und Brackett auf den Untergang des Auftragsschreibers symbolisch vorweg. Deutlichere Symbolkraft erhält die Figur dann bei Jean-Luc Godard. Dieser legte mit seiner Adaption des Romans Die Verachtung von Alberto Moravio von 1963 ein filmisches Manifest der Nouvelle Vague vor. Le Mépris stellt eine radikale Abrechnung mit dem kommerziellen Kino dar, dessen Krise spätestens um 1960 allerorten sichtbar wurde.
Die Ursachen dieser Krise projiziert Godard auf die von den Produktionsfirmen bestellten statt schöpferisch inspirierten Auftragsautoren und auf die Dominanz der aus den Schreibroutinen dieser Autoren geschusterten Textvorlage. Der Dramatiker Paul Javal wird vom amerikanischen Produzenten Prokosch engagiert, um einen Monumentalfilm von Fritz Lang zu retten. Eine für den Produzenten zu avantgardistisch geratene Adaption der Odyssee. Es geht also um die Anpassung der künstlerischen Originalarbeit an marktorientierte Vorgaben. Die unterschiedlichen Sichtweisen auf die Realisierung des Stoffs kommen in einer Szenensichtung zur Sprache. Fritz Lang spielt sich in dem Film selbst. Ich habe mich noch nicht vorgestellt, Paul Javal. Mr. Prokosch hat Ihnen sicher gesagt, ich bin bitte. Es war großartig. Ich habe eine Schwäche für CinemaScope. Für Menschen ist es weniger brauchbar. Ideales Format für Schlangen oder für Begräbnisse. That's what I think about stuff up there, Fritz. Would you like to rewrite it, Jerry? You cheated me, Fritz. That is not what is in the script. It is. Oh, no. Get me the script, Francesca. Worum geht es eigentlich? Streiten Sie ums Drehbuch? Yes, it's in the script. But that's not what you have up on that screen. Naturally, because in the script it is written. And on the screen it's pictured. Motion picture, it is called. Ich verstehe, er sagt, Buch und Film seien zweierlei. Im Buch sind es Worte und auf der Leinwand sind es Bilder. Jerry! Der Diskuswerfer. Er hat Sinn für die griechische Kultur. Meine Frau wollte mich abholen. Ich will mal nachsehen, ob sie schon da ist. You stay right here. When I hear the word culture, I bring out my checkbook. Come here. Vor ein paar Jahren, es ist noch gar nicht so lange her, zog man den Revolver anstelle des Scheckbuchs. I want to hear now, yes or no, if you're going to rewrite that stuff. Jetzt will er wissen, ob Sie das Buch umschreiben. Ja oder nein? Ich habe das vergessen. Es geht im Disput zwischen Fritz Lang und dem Produzenten um das Verhältnis von protomedialer Textvorlage und audiovisueller Umsetzung. Lang beharrt auf dem Recht der filmkünstlerischen Anverwandlung des Skripts, während Prokosch auf einer wortgetreuen Umsetzung insistiert. Kultur mit dem Scheckbuch aufwiegend macht Prokosch Paul sodann das Angebot, dass dieser bei allem Respekt vor der Regielegende nicht ablehnen kann. Parallel zu den weiteren Dreharbeiten beginnt er die publikumsfreundliche Überarbeitung von Langs Skript. Am Filmende steigt Paul jedoch aus. Enttäuscht rechnet er mit der unkünstlerischen Brotarbeit des Script Doctors ab und schüttet die titelgebende Verachtung über sich selbst aus. Ich habe mich entschlossen, das Drehbuch für Sie nicht zu schreiben. Jerry, you won't do the script. Why? Weshalb? Darf ich offen sein? Can you be frank? Oh, Paul. You can always be frank with me. Natürlich.
Meine Liebe gehört dem Theater. Ich bin kein Mann für Drehbücher. Selbst wenn ein Drehbuch hervorragend und technisch perfekt würde, jetzt ist mir klar, ich schrieb es nur wegen des Geldes. He will do the script only for money. Deshalb bin ich schlecht aufgelegt. That's why he's in a bad mood. Jeder hat seinen Traum. Meiner ist, fürs Theater zu schreiben. Warum ich nicht dazu komme, weiß ich nicht. His ideal is to write for the stage. Diese Welt, in der wir leben, zwingt uns immer das zu tun, was andere wollen. Warum ist das Geld so wichtig bei allem, was wir tun? Was wir sind und was wir sein werden? Why is money so important? Sogar in unserer Beziehung zu den Menschen, die wir lieben. Even in our relationship with the people we love. Er hat recht. Mr. Lang is right. Entweder die Odyssee Homers oder Hände weg. Either you do Homer's Odyssey or you don't do it at all. Mr. Prokosch hat sich schon darauf aufmerksam gemacht, dass Sie sich irren. Sie träumen von einer homerischen Welt. Sie möchten, dass sie existiert. Doch unglücklicherweise gibt es sie nicht. Warum nicht doch? No! Möglich, vielleicht haben Sie recht. Aber wenn es sich darum handelt, Filme zu machen, dann genügen Träume nicht. Pauls ostentative Abwendung von der Tätigkeit des Script Doctors ist Programm. Die neuen Wellen in Westeuropa setzten diesem Berufsbild die Vorstellung von einem Cinema des Auteurs entgegen. Schlagwort war also erneut der Autorenfilm, allerdings in ganz anderer Bedeutung als das Phänomen der 1910er Jahre. Eine neue Generation von Filmemachern erklärte sich zu Autor, Regisseuren und inszenierte sich als die alleinigen Urheber ihrer Filmkunstwerke. Dieses Programm verfolgten in der Bundesrepublik Vertreter des neuen deutschen Films, wie Fassbinder, Herzog, Wim Wenders. Und auch wenn es eine längst widerlegte Mär ist, dass diese Regisseure ihre Filme ohne literarische Kooperationspartner entwickelt hätten, wurden Drehbuchautoren im neuen deutschen Film folglich noch weiter ins Abseits gedrängt. Die staatliche Filmförderung, die in den 1970er Jahren die Produktionen dieser Regisseure einschließlich ihres Selbstvermarktungskonzepts als kulturelles Aushängeschild der Bundesrepublik entdeckte, tat mit der Unterstützung dieser regiezentrierten Strukturen ihr Übriges, sodass der Drehbuchautor Burkhard Schlicht 1981 konstatieren musste, Drehbuchautoren spielen im bundesdeutschen Film keine Rolle. Michael Töteberg konstatiert, Mitte der 1980er Jahre sei in der BRD, Zitat, der Beruf des Drehbuchautors nahezu ausgestorben gewesen. Auf die parallele Entwicklung in der DDR kann ich aus Zeitgründen nicht eingehen. Ich möchte aber aus aktuellem Anlass darauf hinweisen, dass es die DEFA war, die mit Wolfgang Kohlhaase den einzigen genuinen Filmautor hervorgebracht hat, der in die Reihe der Monolithen neben Karl Mayer und Thea von Harbou zu stellen ist. Kohlhaase feierte letztes Jahr seinen 90. Geburtstag. Kapitel 6. Drehbuchautoren als Figuren in Filmen der Gegenwart. Es mag mit dem Tod des Drehbuchautors in der Wahrnehmung der medialen Öffentlichkeit zusammenhängen, dass auch Filmfiguren in den neuen Wellen untergegangen sind, die den Beruf des Drehbuchautors verkörpern. Erst um die Jahrtausendwende legte Charlie Kaufman ein Skript vor, das wie kein anderes eine Reflexion des Drehbuchschreibens und des Verhältnisses von Film und Literatur bietet und dies in einem hochkomplexen, selbstreferenziellen Spiel mit dokumentarischen, autofiktionalen und fiktiven Elementen realisiert. Spike Jonze hat das Skript unter dem vielsagenden Titel Adaptation 2002 verfilmt. Kaufman verarbeitet darin sein Scheitern an einer Auftragsarbeit, der Adaption eines Porträts der Journalistin Susan Orlean über den Orchideensammler John LaRoche. Auf den ersten Blick hat der Film zwei Ebenen. Der Handlungsstrang, der Kaufmans alter Ego bei seinen Versuchen, das Drehbuch zu schreiben, folgt, und die Handlung um Susan und John. Kaufman erfindet hierzu zunächst einen Zwillingsbruder. Nicolas Cage brilliert in dieser Doppelrolle, während der introvertierte, unsichere und selbstkritische Charlie über den Versuch, ein der Buchvorlage angemessenes und zugleich individuelles filmisches Kunstwerk zu schaffen, in eine Schreibblockade rutscht,
beginnt der offene, optimistische und selbstsichere Donald an seinem allerersten Skript zu schreiben, das er streng nach den Richtlinien eines populären Schreibkurses baut. Ich bin ein Drehbuchautor, wie du. Okay, ich weiß, du denkst, dass das wieder einer meiner Ideen am schnellsten Reichstern rein ist, aber diesmal mache ich es richtig. Ich besuche ein Drei-Tage-Seminar. Kostet eine schlappe 500 Mäuse. Drehbuchseminare sind einfach Schrott. Rein theoretisch stimme ich dir zu, aber das hier ist was anderes. Es gilt im Showbusiness als Nonplusultra. Sag nicht Showbusiness, Donald. Tut mir leid, habe ich vergessen. Charles, der Kerl weiß alles über Drehbücher. Zu ihm kommen die Leute von überall, um was zu lernen. Ich zahl's dir auch zurück, Alter. Ich will dir mal was erklären. Okay. Jeder, der behauptet, er hätte die Antwort, ist immer ein Idol für alle Verzweifelten. Egal, ob in der Religion... Während du mir das erzählst. Entschuldigung, tut mir echt leid. Okay, erzähl weiter. Entschuldigung. Also, okay, los. Es gibt keine Regeln. Und jeder, der das behauptet... Halt, erzählt nur... Keine Regeln. Prinzipien. McKee sagt, eine Regel zwingt dich dazu, etwas Bestimmtes zu tun. Ein Prinzip dagegen sagt, das funktioniert. Und das schon seit ewigen Zeiten. Das Drehbuch, an dem ich sitze, da geht es um Blumen. Ah. Noch nie hat jemand einen Spielfilm über Blumen gemacht. Also, vergiss deine Weisheit. Was mit Blumen des Bösen? Naja, dabei geht es nicht um Blumen. Okay. Tut mir leid, habe ich nie gesehen. Na, schön weiter im Text. Okay, damit will ich sagen, dass solche Lehrer gefährlich sind, wenn man das Ziel hat, etwas Neues auszuloten. Und ein Schriftsteller sollte genau das zum Ziel haben. Schreiben ist eine Reise in das Unbekannte und hat sicher nichts mit dem Basteln von deinen Modellflugzeugen zu tun. Auf der anderen Seite der Figurenkonstellation steht Susan. Dem psychologischen Tiefgang ihres Buches, ihrer literarischen Gestaltungspotenz, will Charlie mit dem eigenen schöpferischen Vermögen so nahe als möglich kommen. Fast genau in der Hälfte des Spielfilms wird zum ersten Mal deutlich, dass die Charlie-Handlung keineswegs eine vom realen Drehbuchautor Charlie Kaufman in abgeschlossener Form präsentierte autobiografische Geschichte ist. Es zeigt sich vielmehr, dass Charlies Drehbuch und das reale Kaufman-Drehbuch zum Film Adaptation zusammenfallen, dass der Film sich quasi unmittelbar selbst schreibt. Charlie erkennt, er muss sich selbst in seine Handlung integrieren. Wem will ich was vormachen? Das ist nicht die Story von Susan Orlean. Ich habe keine Verbindung zu ihr. Ich kann ihr nicht mal gegenübertreten. Ihr nicht und niemandem. Mein Horizont reicht nur bis zu meinen Panikschüben, meinem Selbsthass und meiner armseligen kleinen Existenz. Wenn ich über etwas schreiben kann, dann höchstens über mich und meine Empfindlichkeit. Am Anfang sehen wir Charlie Kaufman. Fett, alt, abstoßend, kahlköpfig. Er sitzt in einem Restaurant in Hollywood, gegenüber von Verity Thomas, einer entzückenden, attraktiven Filmproduzentin. Kaufman will einen Drehbuchauftrag ergattern. Er will sie beeindrucken. Er schwitzt ohne Ende. Der fette, abstoßende Kaufman tigert aufgewühlt durch sein Schlafzimmer. Er spricht in sein kleines Diktiergerät und sagt... Charlie Kaufman, fett, abstoßend, kahlköpfig, alt, sitzt in einem Restaurant in Hollywood vor Valery Thomas. Kaufman, abstoßend, lächerlich, holt sich ein auf das Umschlagfoto von Susan Orlean. Was? Was willst du? Ich hab mein Buch fertig. Ich bin fertig. Kannst du es deinem Agenten zeigen? Der konventionelle Psycho-Thriller seines Bruders wird derweil ein unmittelbarer Erfolg, sodass der Routinier Charlie den Debutanten Donald schließlich um Hilfe bittet. Kaufman nutzt das Doppelgängermotiv also, um die Polarität zwischen Kunst und Handwerk in der Kollaboration der Brüder zu versöhnen. Denn in immer engerer Verschmelzung vom psychologischen Drama seines Autors entwickelt sich ein handfester Genre-Thriller. Charlie und Donald verfolgen Susan nach Florida und finden heraus, dass John dort in Wirklichkeit aus Orchideen Drogen destilliert und Susan durch die Drogen paranoid geworden ist. Das Ganze endet in einer blutigen Verfolgungsjagd durch die Everglades, einschließlich menschenfressender Alligatoren. Zwar muss der Doppelgänger dabei sterben, aber an der Stelle, an der der Film zu seinem Ausgangspunkt zurückkehrt, ist die Balance zwischen Topic und Plot, Tiefgang und Unterhaltung, Psychologie und Action dafür endlich gewonnen. Als Charlie es am Ende auch noch schafft, seiner Freundin Amelia seine Liebe zu gestehen, kann das Drehbuch geschlossen werden und der Film ist an seinem Ende. Ich muss sofort nach Hause. Jetzt kenne ich das Ende des Buches. Es endet damit, dass Kaufman aus seinem Essen mit Amelia nach Hause fährt und endlich weiß, wie er das Buch zu Ende bringt. Scheiße, das ist ein Erzählstück. McKee würde das bemängeln. Aber wie kann ich sonst seine Gedanken zeigen? Keine Ahnung. Ach, wen interessiert es, was McKee sagt? Es klingt richtig. Schlüssig.
Ich überlege, wer mich spielen soll. Nicht jemand, der zu dick ist. Gérard Depardieu könnte mir gefallen, aber kriegt er das mit der Sprache hin? Na jedenfalls, es ist fertig. Und das ist doch was. Also, Kaufmann fährt nach seiner Begegnung mit Emilia weg. Das erste Mal, dass er Hoffnung verspürt. Das gefällt mir. Das ist gut. Imagine laying there, I do. I think about you day and night. It's only right to think of. Adaptation mag zwar der vielleicht einzige Film sein, der das Drehbuchschreiben in der Gegenwart thematisiert, das heißt aber nicht, dass seither keine Filme über Drehbuchautoren produziert worden sind. Bei unseren letzten Beispielen handelt es sich um durchweg historische Stoffe. Tatsächlich ist das amerikanische Kino wiederholt auf die Situation von Drehbuchautoren im sogenannten Golden Age of Hollywood zurückgekommen. In einer ganzen Reihe von Filmen geht es um die Darstellung der Arbeitsbedingungen der Drehbuchautoren in den großen Studios. Und zugleich rücken die Figuren als politisch angefeindete Intellektuelle in den Blick. Der Drehbuchautor wird in diesen Filmen zur Symbolfigur für die autoritäre und intellektuellenfeindliche Situation im Amerika des Kalten Krieges. Die zunehmenden Repressionen gegen vermeintliche kommunistische Spione im Filmsystem gipfelten 1948 im Prozess gegen die sogenannten Hollywood Ten. Dafür erklärte Sozialisten wie Dalton Trumbo Haftstrafen und langjährige Berufsverbote zur Folge hatte und der die sogenannte McCarthy-Ära einleitete. Jay Roach hat dies in seinem Biopic über Trumbo von 2015 besonders eindringlich nachgezeichnet. Wie Erich Kästner im Nationalsozialismus konnte Trumbo über viele Jahre hinweg nur als Ghostwriter und unter Pseudonym schreiben. Ein Oscar für das beste Drehbuch wurde ihm deshalb erst mit 20 Jahren Verspätung, ein weiterer Oscar erst posthum, zuerkannt. Auch David Finchers Oscar-prämierter Film über Herman Mankiewicz, Mank, 2020, den Co-Autor des Skripts zu Orson Welles' Meisterwerk Citizen Kane, das wir vorhin gesehen haben, ist von dieser Thematik durchzogen. Mank wird vorgestellt als ein unermüdlich gegen politische Einflussnahme und Korruption im Filmbusiness agitierender und doch zugleich hochgefragter Autor. In der Schlusssequenz von Mank werden Vergangenheit und Gegenwart in einer Parallelmontage zusammengeführt. Manks politische Niederlage gegen den mächtigen, konservativen Verleger William Hearst einige Jahre zuvor wird aufgewogen durch den künstlerischen Triumph über Orson Welles. Mank trotzt dem Regie-Genie die Nennung als Co-Autor von Citizen Kane ab. I want credit. Demgegenüber persiflieren die Coen Brothers, die bereits 1991 mit Barton Fink einen Film über einen Drehbuchautor gedreht hatten, diese Zusammenhänge in ihrem Film Hail Caesar von 2016. George Clooney spielt einen Filmstar, der inmitten der Dreharbeiten zu einem 50er-Jahre-Sandalenfilm von einem Studienkreis radikaler Autoren entführt wird, die ihre Urheberrechte und finanzielle Entschädigung mit dieser Sabotage einfordern möchten. Unser letzter Filmausschnitt für heute Abend ist weniger eine Schreibszene als eine Denkszene, in der die Autoren ihre Motivationen, Ideen und Strategien auseinandersetzen. Bei aller Persiflage legen die Coen-Brüder ihren Figuren einige treffende Sätze über die Bedeutung der Drehbuchautoren für die Filmindustrie in den Mund. Letzte Szene. Auf und es ist Clark. Und er sagt, deine Schlüssel sind nicht da, dann gehen wir sicher zu Fuß. Was da war, Gäbel noch nicht Gäbel. Ja, wir sind nach San Bernou gefahren, jedes Wochenende. Ich glaube, Stack kam manchmal auch mit. Es gab das Blue Grotto noch. Dave Chasen war da noch Hilfskellner. Für Gebude. Bier? Du liebe Zeit, nein. Sie gehört einem Mitglied unseres Studienkreises, der heute nicht kommen konnte. Er wird sicher traurig sein. Er ist ein Fan. Aha, bestens. Also ich werde ohnmächtig, dann wache ich hier auf. Und bin ich wach. Und ich sage zu mir selbst, Berg, du musst dringend damit aufhören. Sie sagen, ich bin eigentlich, genau genommen, gekidnappt worden. Nun, genau genommen, ja. Also gibt's ein Lösegeld. Ich würde es nicht als Lösegeld bezeichnen. Benedikt hier. Das ist Benedict de Bonaventure. Er hat The House of Ahasuerus geschrieben. Ein Riesenerfolg. Hat dem Studio Millionen von Dollar eingebracht. Haben Sie irgendwas gesehen von den Millionen, Ben? Nicht einen einzigen Cent. Dutch da drüben. Dutch Wistrom hat All the Way to Uruguay geschrieben. Ich habe alle All the Way-Filme geschrieben. Alle erfolgreich. Haben Sie irgendwas vom Profit gesehen, Dutch? Ah. Sehen Sie, wir alle hier sind Autoren. Die Filme haben ihren Ursprung bei uns. Es sind unsere Ideen. Aber sie gehören dem Studio.
Ich sage gar nicht, dass bloß die Autoren ausgebeutet werden. Ich meine, sehen Sie sich selbst an, Bert. Also, das Studio kümmert sich ganz gut um mich. Was sind Sie, ein Kind? Ich glaube, was Herschel versucht zu sagen, ist, nur weil das Studio die Produktionsmittel besitzt, berechtigt es Sie doch nicht, das ganze Geld zu nehmen. Unser Geld. Den Wert, den unsere Arbeit erschaffen hat und nur das auszubezahlen, was Ihnen recht ist, das ist nicht richtig. Also nein, nein. Ich würde es nicht als Lösegeld bezeichnen. Rückzahlung. Hey, was ist das? Nun, bis noch vor kurzem hatte unser Studienkreis einen ziemlich einseitigen Schwerpunkt, denn wir haben hauptsächlich kommunistische Ideen in die Filme eingebracht. Alles auf ganz subtile Weise natürlich. Und wir waren damit verdammt erfolgreich. Denken Sie mal an Körners Corner. Die Rathausszene? Der Stadtrat kippt die gekaufte Wahl und macht Gast zum Bürgermeister? Ja, ja. Könnte durchaus ein paar Meinungen geändert haben. Aber dann? Naja, dann stieß Dr. Marcuse aus Stanford zu uns, schloss sich unserem Studienkreis an und brachte uns einiges bei über Protestaktionen. Praxis, Aktionen. Ein jeder von uns verfolgt eigene ökonomische Interessen. Wir stehen keinesfalls über den Gesetzen der Geschichte, aber indem wir unsere Interessen mit Nachdruck verfolgen, beschleunigen wir die Dialektik und das Ende der Geschichte, sowie auch die Schöpfung des neuen Menschen. Und machen ein bisschen Kohle. Halt die Klappe! Wir reden noch nicht mal von Geld. Wir reden von Ökonomie. Mhm. Klar, gut. Guter Ansatz. Also, tja, kriege ich einen Anteil vom Lösegeld? Nein, Mr. Whitlock, Sie können ja wohl kaum an Ihrem eigenen Lösegeld beteiligt sein. Das wäre unethisch. Ich weiß nicht, das ist ja nicht ganz fair, Freunde. Ich meine, die ganze Nummer funktioniert ja bloß, wenn ich mitspiele, richtig? Wenn ich nicht sage, dass ich weiß, wer mich entführt hat. Ja, das ist korrekt. Was wäre, wenn ich Namen nenne? Wenn ich einfach nur die Wahrheit sage. Ich denke nicht, dass Sie das tun werden, Mr. Whitlock. Was, wenn wir dann die Wahrheit sagen über On Wings as Eagles? Abschluss. Von den Standpunkten dieser Autoren ausgehend möchte ich, und das auch als Übergang zu unserem Gespräch mit Anne Therès, mit drei Stichpunkten zur Situation von Drehbuchautorinnen und Autoren in der Gegenwart schließen. Erstens, 1986, über 50 Jahre nachdem der Vorgänger von den Nazis aufgelöst worden war, gründete sich der Verband Deutscher Drehbuchautoren. Es war dies der Auftakt zu einer Wiederauferstehung des Berufsbilds in der medialen Öffentlichkeit. Bis zu einer breiten Anerkennung seiner Bedeutung für den Film sollten allerdings noch weitere 20 Jahre vergehen. Denn zweitens, dieser Prozess vollzieht sich insbesondere im Zusammenhang mit dem internationalen Siegeszug narrativer Fortsetzungsformate. Von historischen TV-Mehrteilern wie den von Annette Hess geschriebenen bis zu den vielfältigen Serien der Streaming-Dienste setzt sich auch im hiesigen Filmsystem eine Erweiterung des Berufsbilds zum sogenannten Creative Producer durch. Inhaltlich und narratologisch komplexe Serienproduktionen setzen eine kontinuierliche Kooperation zwischen Regisseuren und Autoren durch die gesamte Produktion voraus, sodass den Autorinnen und Autoren eine wachsende Kompetenzfülle zufällt. Drittens, öffentlichkeitswirksamen Ausdruck fand die gestärkte Position und das veränderte Selbstverständnis von Filmautorinnen und Autoren in der von Annette Hess mitverantworteten Initiative Kontrakt 18. Das 2018 veröffentlichte Manifest fordert die künstlerische Augenhöhe zwischen Autorin, Regisseur und Produzenten ein. Nicht nur in Fragen von Urheberrecht und Werkherrschaft, sondern innerhalb des gesamten Produktionsprozesses von Filmen und Serien bis zu deren Vermarktung. Es lässt sich meine kleine Geschichte des Drehbuchschreibens gut beschließen mit einem Statement aus diesem Manifest, das wir uns als Kino, Netflix oder TV-Publikum bewusst halten sollten. Dort heißt es: Wir schreiben Filme. Ohne unsere Geschichten gibt es weder Serien noch Kinofilme noch TV-Movies. Wir erschaffen die Figuren, die Plots, die Twists, die Dialoge, aus denen bewegte und bewegende Bilder werden. Unsere Bücher sind die Basis und das Herz eines jeden Films. Ende. Vielen Dank, lieber Norman, für diese sehr, sehr dichte und sehr, sehr interessante, aufschlussreiche Geschichte. Ich hoffe, dass wir im Gespräch mit Annette Hess vielleicht auf den einen oder anderen Punkt noch zu sprechen kommen, gerade wo du ja am Ende jetzt nochmal eingegangen bist auf
ja, die Bedingungen des Drehbuchschreibens. Jetzt bin ich, glaube ich, auch wieder zu sehen, ganz genau. Ursprünglich hatten wir mal eine Pause geplant, aber jetzt haben wir bereits 6:30 und es wäre vielleicht schade, wenn wir uns selber zu viel von der Zeit nehmen, die wir jetzt noch zur Verfügung haben. Und deshalb möchte ich einfach doch direkt überleiten zu dem Gespräch mit Annette Hess. Wir bekommen dann ja ein etwas interaktiveres Format und ich glaube, dass uns das alle bei Laune hält. Ich stelle Annette Hess in aller Kürze vor, werde auch hier nicht ihre ganze Biografie aufrollen können. Annette Hess hat szenisches Schreiben an der Universität der Künste in Berlin studiert und schon ihre Abschlussarbeit, das Drehbuch Was nützt die Liebe in Gedanken, ein ganz toller Titel, wie ich finde, ist für das Kino verfilmt worden. Seit gut 20 Jahren schreibt Annette Hess Drehbücher für Filme und Serien. Die Themen und Stoffe drehen sich eng um deutsche Nachkriegsgeschichte, insbesondere im Spannungsfeld West-Ost. Besonders berühmt und bekannt geworden sind ihre Drehbücher zu Die Frau am vom Checkpoint Charlie, die Serie Weißensee, die in mehreren Staffeln erschienen ist, wie auch die Serie Kudamm 56, 59, 63, auch dies Mehrteiler. In Weißensee wird die Geschichte einer Familie im Nachkriegsdeutschland erzählt und während Weißensee in der DDR angesiedelt ist, hauptsächlich und auf mehreren Ebenen den politischen Alltag wie auch Liebesgeschichten zwischen Personen erzählt, die unterschiedlich eng bzw. widerständig zum System der DDR stehen, spielt Kudamm, wie der Name verrät, im westlichen Nachkriegsdeutschland und die erzählt die Geschichte einer berufstätigen Frau mit 3 Töchtern, die sehr unterschiedlich mit Normen, Zwängen und auch Rollenbildern und Erwartungen ihrer Zeit umgehen und zwischen gesellschaftlicher Kontrolle auf der einen und Selbstverwirklichung und Emanzipation auf der anderen Seite agieren. Aus Kudamm 56 hat Annette Hess jüngst ein Musical geschrieben, auch sehr interessant. Und es wäre sicherlich auch lohnenswert, über diese Transformation vom Drehbuch zum Musicaltext zu diskutieren. Vielleicht ergeben sich da gleich auch noch Anknüpfungspunkte. Annette Hess hat zuletzt Wir Kinder vom Bahnhof Zoo zu einer 8-teiligen Serie umgearbeitet. Und schließlich sitzt sie aktuell an der Umarbeitung ihres eigenen Romans Deutsches Haus für eine Serie, für einen Mehrteiler. Das bedeutet umgekehrt eben auch, dass Annette Hess nicht nur für den Film schreibt, sondern mit Deutsches Haus einen sehr erfolgreichen Roman vorgelegt hat. Die Serien von Frau Hess sind vielfach nominiert und auch ausgezeichnet worden. Sie hat den Preis der Autoren der Autorenstiftung Frankfurt erhalten, den Grimme-Preis für den dritten Teil von Weißensee und auch den Deutschen Fernsehpreis für das beste Buch für Kudamm 56. Frau Hess ist Initiatorin des Kontrakt 18. Darüber hat Norman gerade schon gesprochen, einer Vereinigung von DrehbuchautorInnen, die sich für die AutorInnenrechte von DrehbuchschreiberInnen einsetzt und Prinzipien festgeschrieben hat, bei denen sich die AutorInnen verpflichten, Drehbuchprojekte nur unter bestimmten, eben adäquaten Bedingungen wahrzunehmen. Ich habe das jetzt alles mal stark vereinfacht, weil das später vielleicht nochmal Thema sein wird. Liebe Frau Hess, ich weiß nicht, ob Sie jetzt schon auf dem Podium sind, doch soweit ich das sehe, ja. Wir würden jetzt gerne ins Gespräch mit Ihnen kommen und ich möchte aber noch ganz kurz Ihnen Ihre GesprächspartnerInnen vorstellen. Da ist Carsten Gansel, Literatur- und Medienwissenschaftler, Didaktiker bei uns in Gießen. Monika Roxhelmer und Vadim Oswald sind beide GeschichtswissenschaftlerInnen und Didaktikerinnen. Und Norman Echtler haben wir schon kennengelernt und ich selbst habe mich auch schon vorgestellt. Deswegen können wir jetzt gut zu dem Gespräch übergehen. Und wir haben natürlich ein paar Fragen vorbereitet und stolpern nicht völlig spontan in das Gespräch. Wir würden das gerne so strukturieren in 3 thematischen Blöcken. Im ersten Block würden wir uns gerne auf Einblicke in den Schreibprozess selber stürzen und Fragen der Produktion und Genese von Drehbüchern mit Ihnen besprechen. Im zweiten Block möchten wir dann mit Ihnen Fragen der Fiktionalisierung von Geschichte, sozusagen Geschichten als Geschichte, zum Thema machen. Und schließlich im dritten Block würden wir gern Aspekte der Autorinnenschaft beim Filmschreiben behandeln, die jetzt gerade zuletzt der Ausgangspunkt waren bei Norman Echtler.
Ich würde jetzt einmal die Kachel wechseln und rübergehen zu Norman Echter, damit das Ganze ein bisschen lebendiger ist. Und ich darf Ihnen versichern, dass wir geboostert und getestet sind und deshalb keine Masken tragen werden. Und ja, jetzt glaube ich, schließe ich meine Kachel und gehe in die nächste rein. Hallo Norman. Gut. Ja, wir haben Frau Hess vereinbart, dass Sie uns unter anderem ein Stück aus dem Deutschen Haus vorlesen werden, also mit einer Lesung beginnen, weil Sie an dem Beispiel uns dann zeigen wollen, wie Sie dort mit dem Umschreiben, vielleicht gar nicht, ob das der richtige treffende Begriff ist, aber sozusagen mit dem Umarbeiten von Romanszenen zu Drehbuchszenen uns ein bisschen erläutern können, wie das vor sich geht. Und vielleicht darf ich Sie aber, bevor Sie damit starten, einfach ganz allgemein einmal fragen, wie wir uns das vorstellen dürfen, wenn Sie sich einem Drehbuchprojekt nähern. Also vielleicht können Sie so ganz grob einmal skizzieren, falls es da überhaupt eine typische oder prototypische Struktur gibt. Und herzlich willkommen erstmal in dieser Runde. Ja, herzlichen Dank für die Einladung und hallo zurück in die Runde und vielen Dank für den Vortrag. Das war eben auch nochmal sehr unterhaltsam und erhellend. Also vieles weiß ich natürlich, aber es nochmal so kompakt in dieser Geschichte erzählt zu bekommen mit diesen schönen Filmausschnitten war toll. Vor allen Dingen muss ich sagen, dass Zürcher Verlobung tatsächlich einer meiner Lieblingsfilme ist. Der steht bei mir in der Hausapotheke und ich kann ihn auswendig und ich liebe in diesem Film auch die Szene, also die Sie gewählt haben, natürlich mit dem zahmen Reh auch super, wenn sie im Hotel ist und angequatscht wird auf dem Flur von so einem Hotelangestellten, so einem Älteren, der dann sagt, Sie schreiben doch für einen Film, da muss ich Ihnen jetzt mal eine Geschichte erzählen. Und dann erzählt er so eine ganz wilde Begebenheit, dass irgendein Schwager von ihm von einem Leichenwagen an Silvester auf einer Brücke über tot gefahren wurde und in dem Leichenwagen lag seine Schwiegermutter. Und dann sagt er, so spielt doch das Leben, das müssen Sie mal schreiben, solche Drehbücher müssen Sie mal schreiben. Und ich liebe diese Szene, weil mir das natürlich andauernd passiert. Also komische Sachen erzählen, die man überhaupt gar nicht in nichts einordnen kann. Also das ist doch ein Film. Sie glauben nicht, was mir da passiert ist. Oder natürlich habe ich nach Weißensee auch ganz viele so biografische Beschreibungen, nenne ich das jetzt mal, bekommen. Also lange Briefe von Leuten, die sagen, Mensch, ja, das war ja schlimm, die Geschichte da von den Kopfers, aber meine war noch schlimmer. Was auch stimmt natürlich. Also jede individuelle Geschichte ist in sich wichtig für uns alle, also Teil unserer Gesellschaft. Aber manchmal ist es dann echt hart zu sagen, das taugt nicht so richtig. Also irgendwie so nach hinten raus wird ihr Leben langweilig. Also so. Okay. Ja, also das, jetzt versuche ich mal den Bogen zu schlagen, zu wie arbeite ich eigentlich. Also ich habe natürlich alles gemacht in meiner Biografie. Und lange natürlich auch Auftragsarbeiten und dann hat sich das einfach ergeben, dass ich gemerkt habe, dass ich mich am wohlsten fühle in der Historie, also in einer anderen Welt, in die ich wie auf eine Reise gehen kann. Also ich bin auch immer wieder aufgefordert worden, natürlich mach mal was aus deinem Alltag mit zwei Kindern, du bist quasi die Verdienerin und so, das sind doch aktuelle Themen und das kann ich nicht, also das ist mir zu nah, also da gelingt es mir nicht, das Essentielle zu sehen, einer Geschichte oder eines Konflikts. Aber was interessanterweise passiert ist, wenn ich dann eine Idee habe für die 50er, die Kudamm-Geschichte zum Beispiel ist entstanden, weil meine Mutter mir sehr viel über ihre Freundinnen erzählt hat und über ihre eigene Jugend. Und die ist ein bisschen jünger als die Hauptfigur Monika Schöllack, aber sie hat natürlich dieselbe Dinge erlebt, also dass der Rock'n'Roll verpönt war, dass es verpönt war, diese Petticoats anzuziehen und mit Jungs zu posieren und so. Also das kenne ich von ihr. Und die Monika hat es tatsächlich auch gegeben, diese Hauptfigur. Und dann fange ich eben an, sowas aufzugreifen. Ich möchte über eine Figur erzählen, über eine Zeit erzählen und merke dann aber immer beim Schreiben an einem Punkt, dass es auch ganz viel
mit mir zu tun hat, also mit meinem Heute. Das war zum Beispiel bei Kudamm, was ja endet damit, dass jedenfalls die erste Staffel, Kudamm 56, dass die Monika sich letztlich von ihrer Mutter befreit, von dem Einfluss und die Ketten durchschlägt und eben auch sich von den gesellschaftlichen Ketten befreit. Und es gibt dann eben eine Abschiedsszene zwischen den beiden am Ende. Und da habe ich beim Schreiben schon geheult. Und als ich dann die Muster gesehen habe, noch mehr. Und dann ist mir aufgefallen, dass meine Tochter 3 Wochen vorher quasi ausgezogen ist. Also dass ich dasselbe ja einfach erlebt habe. Und das hat mich auch unglaublich umgehauen. Da hätte ich auch nie mit gerechnet, dass das mir so schwer fällt, sie so gehen zu lassen. Also das merke ich immer wieder. Und beim Deutschen Haus ist es noch eklatanter, weil es tatsächlich auch eine Schuld gibt, eine in meiner Familie, bei meinem Großvater, mindestens zur Nazi-Zeit. Und das hat letztlich auch unbewusst dazu geführt, dass ich dieses Buch über den Auschwitz-Prozess schreiben musste. Also irgendwo fragt man sich ja dann auch, warum beschäftigst du dich damit so? Und es war mir so ein tiefes Anliegen, das zu schreiben. Genau, also das heißt, es hat immer was mit mir zu tun und mit dem, was mich tief bewegt. Und ich kann also mit so Auftragsarbeiten inzwischen auch nicht mehr, also ich kann da nichts mehr mit anfangen. Ne? Also weil dann mach doch mal was über Porsche oder mach mal was über die Rote Kapelle oder was auch immer. Also kommen natürlich viele Anfragen oder über, heute habe ich gelesen über Lotte Specht, diese eine der ersten Fußballerinnen, ich weiß nicht, ob Ihnen das was sagt, die einen ersten Fußballverein gegründet hat in 30 und natürlich total angefeindet wurde, also nur so eine Kurzbio. Und dann habe ich auch gedacht, das ist so, wäre so der Klassiker für Produktionsfirmen zu sagen, jetzt machen wir was über Lotte Specht. Und dann kommt ein Anruf bei mir, mach doch mal was über Lotte Specht. Und dann sage ich, ja, ist erstmal ganz interessant, aber worum geht's denn eigentlich? Also warum soll die Frau interessant sein? Nur weil sie als Frau Fußball spielt, das ist zu wenig. Also darf ich Sie einmal ganz kurz dazwischen fragen? Das Deutsche Haus ist ja Ihr erster Roman. Was hat Sie denn bewogen, dann einen Roman zu schreiben und nicht wie üblich ein Drehbuch von Anfang an? Also die Idee war 2013, also ich wollte immer was über den Holocaust, das klingt jetzt so wahnsinnig vereinfachend, aber über diese Zeit, über diese Schuld schreiben, weil ich eben immer dieses Schuldgefühl gespürt habe und hatte das auch schon immer mal wieder drin. Bei Weißensee zum Beispiel ist das eine jüdische Familie, ist ganz klein, ist nur eine ganz kleine Familie, die heißen halt Kupfer, da kann man, wenn man will, sich das so ein bisschen herleiten. Und im Grunde ist eben dieses extreme Gehen in diesen aktiven Antifaschismus, was dann darin gipfelte, dass sie alle bei der Stasi sind, also diese extreme Reaktion in dieser Weißensee-Familie resultiert halt auch aus dem Holocaust, also weil die Familie traumatisiert ist und zu Teilen eben umgebracht wurde. Und ich habe es auch bei Kudamm schon drin gehabt, da gibt es ja auch diesen Rock'n'Roller, der Freddy, der seine Familie eben in Auschwitz verloren hat und der tatsächlich auch im zweiten Teil aussagen soll beim Auschwitz-Prozess, also in Kudamm 59, da aufgesucht wird. Also ich habe es immer wieder so versucht, so zart reinzubringen, aber hatte immer das Gefühl, ich möchte umfassender darüber erzählen, aber ich hätte nie was erzählen können, was so in den 40er Jahren spielt, weil da kenne ich mich nicht aus. Da habe ich keinen Bezug zu den 60ern schon, weil ich habe meine Großeltern erlebt und so, also da, oder DDR war ich auch. Und dann habe ich von diesem Auschwitz-Prozess gehört, habe die Tonbänder entdeckt, die wurden da gerade veröffentlicht im Internet auf der Fritz-Bauer-Seite. 400 Stunden Tonbänder sind es. Die haben eben das aufgenommen, nicht um das zu dokumentieren, nur einfach so als Gedächtnisstütze, fast den kompletten Prozess aufgenommen. Und das habe ich dann gehört. Immer wieder und beim Autofahren und beim Wäscheaufhängen und immer wieder von vorn, manche Stellen 3-4 Mal. Und dann gab es da eben eine Übersetzerin, eine polnische, die mich total beeindruckt hat, die allerdings wenig mit der Eva zu tun hat, weil sie eben auch eine Polin war und ein bisschen älter. Aber
Sie hat mich sehr beeindruckt und dann habe ich gedacht, das ist es doch jetzt. Über diesen Prozess, der ja auch schon 20 Jahre später stattgefunden hat, Anfang der 60er Jahre, der ja auch schon mit so einer Distanz auf Auschwitz guckt, wo eben die Zeugen hinkommen, die sich erinnern müssen, versuchen zu erinnern, da habe ich gedacht, das funktioniert für mich als Grundlage. Und so ist es entstanden. Und dann habe ich erst eine Fernsehserie, eine Konzeption geschrieben. Und die wollte die ARD nicht. Das war denen zu heftig oder Nationalsozialismus nicht schon wieder. Und dann lag das eine Weile und dann wollte ich immer einen Roman schreiben. Und dann habe ich gedacht, Mensch, das ist es doch. Ich nehme diesen Stoff. Und bin auch ganz froh, weil das kann mir dann auch nicht aus der Hand genommen werden, auch ästhetisch nicht. Also wie das dann umgesetzt wird, ne? Also mit ganz, wenn die Zeugen vor Gericht dann weinen, dass dann noch ganz tolle Musik darunter, also wenn dann so Übertreibungen und jetzt wird es aber doch eine Serie. Also das war so der Umweg. Sollen wir dann vielleicht mit der Lesung anfangen oder möchtest du lieber nochmal? Wäre vielleicht ein ganz guter Zeitpunkt, oder, Frau Hess? Ja, also ich hatte das ja, das war so eine Vorstellung. Dann habe ich halt den ganzen Tag rumgewühlt, was nehme ich denn für eine Stelle? Ja. Und das Ding ist ja, dass ich erst den Piloten geschrieben habe, also es gibt erst die erste Folge. Und das Zweite ist, dass ich natürlich sehr filmisch sowieso schon erzähle, auch in dem Roman. Es ist sehr szenisch, es ist beschreibend und ich weiß nicht, ich habe jetzt einfach den Anfang genommen, der ist ein bisschen banal, ob das jetzt was bringt wirklich oder ob ich einfach erzähle, was der Unterschied ist. Was Ihnen lieber ist, ich kann das schwer beurteilen. Vielleicht fangen Sie kurz an zu lesen und dann kommen Sie ins Erzählen über die Montage, aber das ist, ich möchte es Ihnen wirklich gern überlassen. Vielleicht darf ich einfach mit einer Frage in den Impuls setzen. Was mir als jemand, der sich ja als Film- bzw. Serienautorin kennengelernt hat, an diesem Romananfang ganz besonders aufgefallen ist, ist, dass das, was Sie da beschreiben am Romananfang, überhaupt nicht visuell ist. Die Eva, die begegnet uns vor dem Elternhaus. Sie riecht die Luft. Sie beschreibt innere Vorgänge, also alles erstmal genau die Ebenen, die wir ja klassischerweise im Film nicht bedienen können. Im Film können wir nur das zeigen, was wir eben mit optischen Mitteln vermitteln können. Und das ist mir sofort beim Lesen aufgefallen. Sie haben jetzt selbst gesagt, der Roman ist sehr bildhaft sozusagen aufgebaut, aber der Einstieg, das war für mich sofort auffällig, wie stark Sie da über Eindrücke arbeiten, die eigentlich nicht vom Film herkommen. Und das wäre natürlich spannend, schon zu überlegen, ja, wie haben Sie den Einstieg dann quasi wieder rückgekoppelt an das Medium Film? Wie nimmt man so eine Atmosphäre, wie sie am Anfang des Romans geschildert wird, dieser kalte Wintertag, wie quasi wird das jetzt transformiert in Bilder, was wir vorher als Emotionen, als Dinge, die über den Geruchssinn laufen und so weiter, dann im Roman haben. Ja, dann muss ich ja jetzt doch lesen. Okay, dann lese ich das jetzt mal, die beiden Teile vor. Das ist jetzt auch nicht so wahnsinnig lang. Und da kann ich auch schon, anhand dessen kann ich auch schon einiges sagen dazu, was es heißt, so Drehbücher zu schreiben eigentlich, was es eben auch bedeutet, was viele Leute nicht so bedenken. So, das ist jetzt erstmal der Romananfang. Verstehen Sie mich eigentlich gut? Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay. In der Nacht hatte es wieder gebrannt. Sie roch es sofort, als sie ohne Mantel auf die sonntagsstille, mit einer dünnen Schneeschicht bedeckte Straße trat. Es musste diesmal ganz in der Nähe ihres Hauses gewesen sein. Der scharfe Geruch zeichnete sich klar vor dem gewöhnlichen Winterdunst ab. Verkohltes Gummi, verbrannter Stoff,
geschmolzenes Metall, aber auch angesenktes Leder und Haar. Denn manche Mütter schützten ihre neugeborenen Kinder mit einem Schaffell vor der Kälte. Nicht zum ersten Mal dachte Eva darüber nach, wer so etwas tun könnte. Wer seit einiger Zeit nachts über die Hinterhöfe in die Mietshäuser eindrang und in den Fluren die abgestellten Kinderwagen anzündete. Ein Verrückter oder die Halbstarken, so dachten viele. Glücklicherweise hatte noch kein Feuer auf ein Haus übergegriffen. Niemand war bisher zu Schaden gekommen, nur finanziell natürlich. Ein neuer Kinderwagen kostete bei Hertie 120 Mark. Kein Pappenstiel für junge Familien. Junge Familien, echote es in Evas Kopf. Sie ging nervös auf dem Bürgersteig auf und ab. Es war frostkalt, doch obwohl Eva nur ihr neues grünes Seidenkleid trug, fror sie nicht, sie schwitzte vor Aufregung. Denn sie erwartete nichts weniger als ihr Lebensglück, wie ihre Schwester das spöttisch nannte. Eva wartete auf ihren Ehemann in Spe, der sich heute am dritten Adventssonntag zum ersten Mal ihrer Familie vorstellen wollte. Er war zum Mittagessen gebeten. Eva sah auf ihre Armbanduhr. 13 Uhr und 3 Minuten. Jürgen kam zu spät. Vereinzelt fuhren Wagen langsam vorüber, Sonntagsfahrer. Es schnieselte. Das Wort hatte Evas Vater eigens für dieses Wetterphänomen erfunden. Kleine Eisspäne segelten aus den Wolken. Als ob oben einer an einem riesenhaften Eisblock wobelte. Einer, der alles bestimmte. Eva blickte hinauf in den grauen Himmel über den weißlichen Dächern. Da bemerkte sie, dass sie beobachtet wurde. Am Fenster in der ersten Etage über dem Schriftzug Deutsches Haus, über den Buchstaben Au, stand eine hellbraune Gestalt und sah auf Eva hinab, ihre Mutter. Sie schien unbewegt, aber Eva hatte den Eindruck, als nehme sie Abschied. Eva drehte ihr schnell den Rücken zu, sie schluckte, das fehlte noch, jetzt weinen. Die Tür der Gaststätte öffnete sich und ihr Vater trat heraus. Schwer und vertrauenerweckend in seiner weißen Jacke. Er ignorierte Eva und öffnete den Schaukasten rechts von der Tür, um eine vermeintlich neue Speisekarte einzulegen. Aber Eva wusste, die gab es erst zur Fastnacht. In Wahrheit war ihr Vater voller Besorgnis. Er hing an ihr und wartete eifersüchtig auf den unbekannten Mann, der da kommen sollte. Eva hörte, wie er leise sang, um Alltäglichkeit vorzutäuschen. Eines der Volkslieder, die er mit Genuss verstümmelte. Ludwig Bruns war zu seinem eigenen Bedauern vollkommen unmusikalisch. Die Summen vor dem Tore sind in bester Laune unterm Lindenbaume. Am Fenster neben Evas Mutter erschien eine jüngere Frau mit hellblondem, auftupiertem Haar. Sie winkte Eva übertrieben aufgeregt zu. Doch selbst auf diese gewisse Entfernung konnte Eva erkennen, dass sie deprimiert war. Aber Eva hatte sich nichts vorzuwerfen. Sie hatte lange genug darauf gewartet, dass ihre große Schwester vor ihr heiraten würde. Doch als Annegret 28 Jahre alt wurde und zudem immer sperriger, hatte Eva sich entschlossen, nach geheimer Absprache mit ihren Eltern die Konvention außer Kraft zu setzen. Immerhin war sie selbst schon beinahe ein spätes Mädchen. Sie hatte nicht viele Anwärter gehabt, ihre Familie verstand es nicht, denn Eva wirkte gesund und fraulich mit ihren vollen Lippen, der schlanken Nase und dem langen, naturblonden Haar, das sie selbst schnittfrisierte und zu einem kunstvollen Dutt drehte. Doch ihre Augen zeigten häufig einen beunruhigten Ausdruck, als rechne sie mit dem Eintreten einer Katastrophe. Eva hatte den Verdacht, dass das auf Männer abschreckend wirkte. 13 Uhr und 5 Minuten. Kein Jürgen. Stattdessen öffnete sich die Haustür links neben der Gaststätte. Eva sah ihren kleinen Bruder herauskommen. Stefan trug keine Jacke, was auch gleich zu besorgtem Klopfen und Gestikulieren der Mutter oben am Fenster führte. Doch Stefan starrte trotzig nach vorn. Denn immerhin hatte er seine orangefarbene Pudelmütze und die passenden Handschuhe angezogen. Er zerrte einen Schlitten hinter sich her. Um ihn herum tänzelte Purzel. Der schwarze Dackel der Familie, ein hinterlistiger, aber von allen innig geliebter Hund. »Hier stinkt's«, sagte Stefan. Eva seufzte. Oh.
Ihr jetzt auch noch. Diese Familie ist ein Fluch. Stefan begann den Schlitten durch den dünnen Schnee auf dem Bürgersteig hin und her zu schleifen. Purzel schnüffelte an einer Laterne, drehte aufgeregt Kreise und kackte dann in den dünnen Schnee. Der Haufen dampfte. Die Schlittenkufen kratzten auf dem Asphalt. Der Vater machte sich mit einer Schneeschaufel vor der Eingangstür geschaffen. Eva sah, wie er sich an den Rücken fasste und die Augen zusammenkniff. Er hatte wieder Schmerzen, was er nie zugeben würde. Eva fröstelte jetzt doch. Sie verschränkte die Arme und schauderte. 13 Uhr und 12 Minuten. Er kommt nicht. Er hatte sich anders überlegt. Er wird mich morgen anrufen und mir sagen, dass wir nicht zusammenpassen. Den gesellschaftlichen Unterschied unserer Familien, liebe Eva, den können wir nicht überbrücken. Wir müssen baff! Stefan hatte sie mit einem Schneeball beworfen. Der hatte sie direkt an der Brust getroffen. Der Schnee rutschte ihr eisig in den Ausschnitt. Eva packte Stefan am Pullover und zog ihn zu sich heran. Bist du verrückt? Das ist ein nagelneues Kleid. Stefan bleckte die Vorderzähne. Das war sein schuldbewusstes Gesicht. Eva wollte weiter schimpfen, aber in diesem Moment tauchte Jürgens gelber Wagen am Ende der Straße auf. Ihr Herz sprang los wie ein panisches Kalb. Eva verwünschte ihr schwaches Nervenkostüm, mit dem sie sogar schon beim Arzt gewesen war. Sie konnte jetzt Jürgens Gesicht hinter der Windschutzscheibe erkennen. Er sah müde aus und ernst. Er sah sie gar nicht an. Eva dachte einen schrecklichen Augenblick lang, er würde Gas geben und weiterfahren. Doch da bremste Jürgen ab und hielt. Stefan platzte heraus. Der hat ja schwarze Haare. Wie ein Zigeuner. Er griff nach Evas Hand. Eva spürte, wie der Schnee in ihrem Ausschnitt taute. Jürgen stellte den Motor aus und blieb noch einen Moment lang im Wagen sitzen. Er würde dieses Bild nicht vergessen. Die beiden Frauen, eine dicke und eine kleine, oben am Fenster über dem Wort Haus, im irrigen Glauben unsichtbar zu sein. Der starrende Junge mit dem Schlitten, der massige Vater mit der Schneeschaufel, der zu allem bereit in der Tür der Gaststätte stand. Sie sahen ihn an wie einen Angeklagten, der zum ersten Mal das Gericht betritt und auf seiner Bank Platz nimmt. Bis auf Eva. Ihr Blick war voll ängstlicher Liebe. Okay, dann steigt er jetzt aus und sie begrüßen sich kurz. Die Begrüßung wird jetzt hier auch anders. Und ich habe jetzt hab das selber länger nicht gelesen und es ist ganz interessant, dass ich die Kleiderfarbe einfach gewechselt habe. Keine Ahnung warum. und sie eben ein paar Sachen verändert habe, wo es nicht so ganz, wo ich nicht so sagen kann, warum eigentlich. Bei anderen schon. Ich lese einfach mal, wie das jetzt im Drehbuch aussehen würde. Erstes Bild, Mietshaus, Hausflur, Innennacht. Prolog. Tiefe Nacht. Ein dunkler Hausflur, Schemen. Eine Gestalt bewegt sich durch den Flur, Flüssigkeit plätschert in einem Behälter. Hände, die in schwarzen Lederhandschuhen stecken, drehen den Deckel eines Kanisters auf. Die Flüssigkeit wird über etwas ausgeschüttet, das wie ein Fell aussieht. Die schwarzen Hände reißen ein Streichholz an, es bricht ab. Ein neues Streichholz wird angerissen, es brennt. Die Gestalt wirft es auf das Fell, das steht sofort in Flammen. Die Gestalt verschwindet durch die Tür zum Hof, die Tür fällt ins Schloss. Das Fell brennt lichterloh, jetzt sieht man im flackernden Schein, es liegt in einem Kinderwagen. Das Feuer greift auf die Stoffbespannung und den Baldachin über. Die Flammen schlagen an der Wand hoch. Zweites Bild. Frankfurt, Berger Straße, Deutsches Haus, Außentag. Stille. Schnee und Kälte. Eine Straße am Sonntag. Wohnhäuser, geschlossene Geschäfte. Es ist der dritte Advent 1963. Es schneit leicht. Eine junge Frau läuft in Pumps und einem hellblauen Seidenkleid vor der Gaststätte Deutsches Haus auf und ab. Sie wirkt wie ein Fremdkörper im Bild, zu schick und zu dünn angezogen. Es ist Eva Bruns, sie ist aufgeregt. Sie sieht auf die Uhr, 13.10 Uhr. Zum Beispiel habe ich das geändert von 13.03 Uhr. Es ist schon doller zu spät, 13.10 Uhr.
Sie wartet auf jemanden. Da erscheint eine Person hinter ihr oben am Fenster über dem Schriftzug Deutsches Haus. Es ist Edith Bruns, um die 50, auffallend zurechtgemacht, mit etwas billigem Schick, in einer hellgelben Bluse und einem roten Rock. Sie trägt etwas zu große Ohrringe. Sie öffnet das Fenster. Edith. Zieh deinen Mantel an, du wirst doch krank. Aber Eva winkt ab. Edith Bruns schließt das Fenster und blickt auf Eva hinab. Hinter ihr im Zimmer ist der runde Tisch zum Mittagessen gedeckt. Das Radio spielt Salonmusik. Edith seufzt angespannt. Sie kontrolliert ihre auftopierte Frisur mit der Hand. Frankfurt, Berger Straße, Deutsches Haus. Eva beginnt nervös auf dem Fingernagel zu kauen. Da kommt ein schwarzer Wagen langsam heran, ein Polizeiwagen. Die Polizisten grüßen Eva im Vorbeifahren. Sie nickt huldvoll, man kennt sich. Eva sieht wieder auf die Uhr, sie friert. Da öffnet sich die Tür der Gaststätte. Ludwig Bruns, ein massiger, rotgesichtiger Mann in Hemdsärmeln, tritt heraus. Er hat einen Besen in der Hand und beginnt, den Schnee vor der Tür zu fegen. Der ist zu spät, Eva. Der heißt Jürgen, Ludwig. Trotzdem ist er zu spät. Dem würde ich was erzählen. Eva, du ziehst aber noch dein gutes Jackett an. Ludwig, schämst du dich sonst für mich? Ludwig wartet die Antwort nicht ab und geht wieder in die Gaststätte. Er schließt die Tür. Eva hinterher. Papa, bitte! In diesem Moment öffnet sich die Eingangstür neben der Gaststätte. Stefan, ein 10-jähriger Junge, kommt heraus. Er zerrt den Dackel Purzel hinter sich her. Wo ist dein Bräutigam? Will er dich doch nicht? Kann ich dann seinen Nachtisch? Eva, diese Familie ist ein Fluch. Stefan, was ist ein Fluch? Eva kaut wieder an ihren Fingernägeln, merkt es und nimmt die Hände auf den Rücken. Stefan beginnt, einen Schneeball zu formen. Eva sieht die Straße hinunter, zupft zum 100. Mal an ihrem Kleid, richtet den Ausschnitt. Bäm! Ein Schneeball knallt Eva in den Nacken. Stefan, spinnst du? Eva wischt sich den Schnee aus dem Nacken und läuft auf Stefan zu. Oben klopft Edith gegen die Scheibe und droht Stefan mit dem Finger. Eva bekommt Stefan zu fassen, sie greift eine Handvoll Schnee und will ihn einseifen. Da sieht Stefan unter ihrem Arm hindurch. Guck mal, da kommt ein Lloyd. Ist er das? Eva dreht sich um. Tatsächlich kommt jetzt eine beeindruckende Limousine herangefahren. Ein gut aussehender junger Mann sitzt am Steuer. Jürgen Schormann. Eva lässt Stefan los. Eva, verliebt. Ja, das ist Jürgen. Jürgen parkt den Wagen, er setzt sich seinen Hut auf, wickelt einen Blumenstrauß aus, gelbe Rosen, und steigt aus. Stefan singt, Schormann hat's, Schormann bring's, ding, ding, dong, ding, ding, dong. Eva, verschwinde! Stefan versteckt sich hinter dem Vorgartenzaun, Purzel neben sich. Jürgen geht auf Eva zu, den Blumenstrauß in der Hand. Eva präsentiert sich etwas unsicher in ihrem neuen Kleid, wischt den letzten Rest Schnee aus dem Nacken. Jürgen, nervös. Guten Tag, Eva. Eva ebenso. Guten Tag, Jürgen. Eva will Jürgen umarmen und küssen, aber er hält sie auf Abstand. Er hat die Beobachter bemerkt. Edith steht oben reglos, wie die Galionsfigur des Deutschen Hauses am Fenster. Ludwig lauert hinter der Scheibe der Gaststätte. Stefan hockt hinter dem Zaun. Purzel knurrt bedrohlich. Jürgen, was für ein Empfangskomitee, Eva. Sie sind so neugierig. Jürgen hält Eva die Blumen hin. Eva, Dankeschön. Eva will die Blumen nehmen. Jürgen zieht die Hand zurück. Die sind für deine Mutter. Warum gibst du sie mir dann? Jürgen, ich bin so furchtbar nervös. Eva und ich habe einen Puls von ungefähr 200. Sie sehen sich an, lächeln. Jürgen zieht eine der Rosen aus dem Strauß und reicht diese Eva mit einer kleinen Verbeugung. Ludwig beobachtet das hinter der Scheibe. Er sieht plötzlich traurig aus. Er wendet sich ab. Das war das. Wow. Ja, ich kann mal gleich mit einem Detail einsteigen. Also einen Hund zum Kacken zu bringen, ist schwierig. Da muss man dann ewig warten.
Ich bin so recht sicher, dass der Hund rausfliegen wird, weil das ist echt teuer. Der muss ja ein bisschen was können. Also ich habe schon rausgeschrieben, dass er bellt, weil knurren kann man natürlich drunter legen. Da muss er nicht in, so. Also das sind alles so, ist immer so ein Parallel-ProduzentInnen-Gesprächsfilm, der bei mir beim Schreiben natürlich mitläuft. So. Ja, super. Ich fand das jetzt schon ganz interessant in diesem kurzen Vergleich. Ich würde jetzt aber gerne die Fragerunde auch mal öffnen. Carsten, möchtest du vielleicht einsteigen? Schön, dass Sie da sind, Frau. Ich fange mal mit einer Erinnerung an. Ich glaube, ich hatte es schon mal erzählt, weil 2018 jetzt so als ein Codewort genannt wurde, dass sich da was verändert hat. Kannst du lauter sprechen, Carsten? Geht das? Ja, bin ich zu leise? Ich mache versuch's ja. Mal. Ich glaube, zu weit weg vom. Okay. Bin ich jetzt besser zu hören? Ja, viel besser. Okay. Also, wir hatten beim Uwe Jonsson-Preis 2000 einen Sonderpreis vergeben für das Drehbuch, das da für Jahrestage, das damals Peter Steinbach geschrieben hatte und Christoph Busch, weil uns aufgefallen war, was für eine wichtige, entscheidende Arbeit das ist, 2000 Seiten. Also unseren Jahrestage auseinanderzuschrauben und daraus ein Drehbuch zu machen. Und jetzt komme ich wieder auf den Jonsson-Preis. Das darf ich ja ruhig sagen. Ich hatte es ja bei euch in der Runde auch schon angedeutet. 2018 war Ihr Roman, Frau Hess, kann ich so sagen, ganz weit oben bei uns gelistet. Es hat dann 2018 leider nicht geklappt für den Jonsson-Preis. Ich hätte mich sehr gefreut. Insofern finde ich es ganz toll, dass wir damit angefangen haben. Meine Frage wäre jetzt auch im Prinzip zu diesem Roman, ich sage es mal etwas trivialer, Sie haben es schon angedeutet, und wenn wir beide Teile nebeneinander legen, würden wir vielleicht auch zu einem Ergebnis kommen. Also worin sehen Sie als Autorin, die Drehbücher schreibt und nun auch einen Roman geschrieben hat, den Unterschied? Ja, vielleicht den Unterschied. Gemeinsamkeit gerne auch. Zwischen einem Drehbuch und einem Roman. Sie haben ja jetzt schon etwas vorgelesen und man könnte es jetzt in der Tat am Deutschen Haus machen. Und die zweite Frage, die eigentlich fast daran anschließt, die vielleicht ein bisschen theoretischer oder auch viel vielleicht trivialer ist für Sie. Wir alle wissen ja, dass die Verfilmung eines literarischen Textes eine Adaption ist für ein anderes Medium, nämlich für den Film. Und auf der Grundlage des Drehbuchs entsteht ein eigenes Kunstwerk, deren Eigenart darin besteht, dass ein Zusammenspiel funktioniert zwischen Bild, zwischen Sprache und zwischen Ton. Und in einem Gespräch, was ich vor vielen Jahren mal mit Ulrich Plenzdorf geführt habe, genau dazu hat er gesagt, dass er permanent und meistens alles mit Filmaugen liest. Also mit Filmaugen liest. Und jetzt wäre meine Frage, wie ist es bei Ihnen? Also Frage 1, Vergleich, Frage 2, mit Filmaugen lesen. Ja, also zu der ersten Frage, da ist also der eklatanteste Unterschied ist ja tatsächlich, dass es im Roman innere Vorgänge beschrieben werden können, Gedanken beschrieben werden können. Und das geht im Film nicht, es sei denn, man wählt Voice-Over, gibt es ja auch. Also es gibt ja auch Filme, in denen oder Leute mit der Kamera sprechen. Aber eigentlich ist jetzt die größte Herausforderung, eben so innere Vorgänge im Außen, in Dialogen, in Szenen, in Handlungen umzuwandeln. Ne? Und es gibt ja Romane, die bestehen zu 500 Seiten nur aus inneren Gedankenvorgängen. Oder das und ich mag auch ehrlich gesagt mehr Romane, die filmischer sind, also wo eben nicht so viel im Kopf der Protagonisten passiert oder wo das ausgewogen ist. Also das zu der Frage, wie lese ich Bücher? Ja, eigentlich schon auch sehr auf Figuren und deren Handlungen hin und deren Entwicklungen hin. Ja, also das kann ich dann vielleicht auch bestätigen, dass ich das, also vielleicht ist man da auch professionell ein bisschen versaut, ne? Also dass man es gar nicht mehr kann, sich auf sowas Elegisches so einlassen. Wobei ich habe jetzt gerade das Hörbuch gehört, Kairos von der Jenny Erpenbeck, also auch von ihr selbst gelesen.
Und da passiert ja eigentlich nicht besonders viel. Und da war ich absolut hingerissen von dieser Sprachmelodie und der Einfachheit. Also es fand ich ganz hypnotisch geradezu und intensiv. Also da ging es mir nicht so. Und ich war ganz, da war ich eigentlich sogar ganz glücklich, dass ich das noch so genießen kann. Also ohne, dass ich denke, nun, was jetzt sitzen die da schon seit Stunden am See, passiert jetzt bald mal was? Also das ist eine ganz große Empfehlung, falls Sie das noch nicht gelesen haben. Das ist ganz toll. Ja, danke. Ja, Sie haben ja schon jetzt in Ihrer kurzen Lesung gezeigt, wie Sie den Romananfang umgesetzt haben. Also Eva riecht den Brand im Roman. Und wir sind jetzt gespannt. Wir kriegen offenbar einen erstmal zusammenhangslosen kurzen, eine zusammenhangslose kurze Szene, in der ein Unbekannter eben diese Kinderwagen anzündet. Das wäre ja eben jetzt eine Möglichkeit, ne? Wie sie quasi den inneren Vorgang des Riechens und des Erinnerns dann ins Bild setzen. Interessant für mich war jetzt gerade beim Zuhören, dass Ihr Drehbuch tatsächlich stark deskriptiv verfasst ist, ohne gleichzeitig genauere Angaben zur technischen Realisierung einer solchen Szene zu geben. Wir sehen, Eva läuft vor dem deutschen Haus hin und her. Wir sehen, irgendwann ist die Mutter, ne? Also sozusagen das Bild, was wir auch im Roman bekommen, baut sich einerseits in der Deskription auf. Schauen Sie aber gleichzeitig auch schon mit Kamerablick auf das, was Sie jetzt mit Worten beschreiben, das ja dann auch tatsächlich in konkrete Einstellungen, in eine konkrete Montage gekleidet werden muss? Oder ist das ein Punkt, wo Sie sagen, das Drehbuch ist für mich inhaltlich und von seinem optischen Ausdruck her schon hinreichend, dass ich dem Regisseur jetzt freie Hand lasse in der Umsetzung einer solchen Sequenz? Oder eine andere Möglichkeit wäre, eben in dem Sinne, wie wir es ja am Schluss des Vortrags gehört haben, Sie gucken dann in der Produktion dem Regisseur auf die Hände bzw. über die Schulter und arbeiten ganz eng dann mit an der optischen Umsetzung der Szenen. Also wir haben uns quasi jetzt auch den Brückenschlag sozusagen vom Text dann tatsächlich in die szenische Umsetzung vorzustellen, wenn Sie das im Drehbuch selbst noch nicht konkret fixieren? Ja, also ich gehe so davon aus, dass man anhand dessen, was ich beschreibe, weiß, was man sehen sollte, also wo die Kamera ungefähr sein soll, also wann, also intuitiv, wann ist es groß, wann ist es aufgezogen, also wenn Jürgen dann aussteigt und die entdeckt, also der Satz einfach, er entdeckt sie alle, ist für mich irgendwie klar, da muss man eigentlich einen Schwenk machen, eine Subjektive von ihm über diese Fassade, ne, wo die alle stehen. Oder wenn ich schreibe, der Hund knurrt, ist ja klar, dass ich den sehe unter dem Busch. Ne? Also so, da weiß ich, also da habe ich das Vertrauen, dass Regisseure ihnen das dann auch so lesen. An manchen Stellen, wo es mir ganz wichtig ist, dass eine bestimmte Sache gesehen wird oder eine Reaktion gesehen wird, da schreibe ich es dann auch rein. Ne? Also Kamera auf oder Point of View oder sowas. Und dann, also das ist das eine, und dann habe ich ja eben auch auf unterschiedlichste Arten gearbeitet. Also manchmal gebe ich es einfach ab, mein Drehbuch, und da habe ich ja teilweise auch sehr gute Erfahrungen gemacht, teilweise auch nicht so gute, wenn dann auch so überarbeitet wird und man nicht gefragt wird. Also das ist auch so eben natürlich eine Initialzündung für dieses Kontrakt 18 gewesen, also dass da nicht, dass das erstmal auch geschützt ist als Werk, das Drehbuch, beziehungsweise man Verträge abschließt, sich vorher darüber unterhält. Irgendwie ist das nur eine Vorlage, mit der jeder machen kann, was er will in dieser Produktion. Ist wäre ja auch okay, also so. Nur da sollte man vorher drüber sprechen. Oder nehmt ihr das Drehbuch ernst als eine Ansage? Also wollt ihr mich als künstlerische Stimme? Also ich fand das auch ganz interessant in dem Vortrag mit diesem sind DrehbuchautorInnen eigentlich Künstler? Also weil wir werden ja teilweise eben auch so behandelt wie Auftragsschreiber, weil wir das ja auch machen, also weil wir ja auch davon leben müssen. Und es gibt auch KollegInnen, die das ausschließlich tun. Und dann gibt es eben die sehr, sehr Kreativen, also die so eigene, also die anderen sind natürlich auch kreativ, auf eine andere Art kreativ, in einem ökonomischen Prozess kreativ, aber jetzt so
nee, ich rede jetzt mal von so einer erzählerischen Vision, eine Geschichte, die man unbedingt erzählen muss und wo man, ja, also die, ich würde mich schon als Künstlerin bezeichnen und das ist bei mir auch gerade ein ganz aktuelles Projekt. Ich will das jetzt mal angehen. Also Sie haben es ja schon erwähnt, dass ich szenisches Schreiben studiert habe an der HDK, hieß die damals noch, heute UDK. Gibt es ja auch immer noch den Studiengang. Der ist recht klein, aber auch ein regulärer, also 4 Jahre, 8 Semester langer Studiengang. Und der ist initiiert worden 1990 von Heiner Müller. Weil Heiner Müller gesagt hat, warum kann man eigentlich jede Kunstform an Kunsthochschulen studieren, nur nicht das Schreiben fürs Theater. Und wo ist der Nachwuchs? Der muss ausgebildet werden. Und dann hat der die HDK dafür gewonnen. Die haben gesagt, okay, probieren wir das mal aus. So, das waren dann eben, wir waren der dritte Jahrgang, wir waren dann der erste reguläre, dass sie gesagt haben, wir überführen das eben in dieses Programm. Und genau dasselbe habe ich jetzt auch vor. Ich habe noch keine Hochschule, aber ich werde jetzt in Gespräche treten, mache ich mit einer Kollegin zusammen, Christine Derfler. Ich möchte das Drehbuchschreiben auch an Kunsthochschulen gelehrt wird oder an einer eben. Ich möchte eine Kunsthochschule finden in Deutschland, an der das gelehrt wird, um genau das zu betonen, dass das auch eine Kunst sein kann, nicht immer sein muss natürlich, aber es als Kunstform zu behandeln. Und ich finde, das ist absolut überfällig, weil ich sag euch, uns werden diese konfektionierten Serien irgendwann zum Hals raushängen. Es geht, ne, also es gibt, man kann das auch nur natürlich bis zu einem gewissen Grad lernen, frei und künstlerisch zu sein. Das muss man, da muss man schon auch was mitbringen. Und das würde ich gerne machen. Also das würde ich gerne initiieren, das würde ich gerne ausprobieren und da würde ich gerne Serien, Filme entstehen lassen, unterstützen, beziehungsweise ErzählerInnen, Stimmen unterstützen, die besonders sind. Danke. Was war die Frage? Nee, das war, passte schon alles. Ich gehe dann mal über sozusagen zu Frau Roxhelmer und Vadim Oswald. Carsten möchte was nachfragen, glaube ich. Ja, schönen Dank. Jetzt nur eine kurze Nachfrage. Man hört dich wieder ganz schlecht. Eine kurze Nachfrage. Ich habe es so laut es geht. Du musst näher ranrücken, glaube ich, an den Apparat. Kann das sein? Frau Hess, in Potsdam-Babelsberg gibt es dort aber nicht, es gibt da ja auch eine Professur für Dramaturgie, die auch mit Film zusammenhängt. Ihr Kollege Thorsten Schulz hat die Professur dort. Oder sehe ich da etwas falsch? Ja, da sehen Sie was falsch, weil also klar könnte man auch an den Filmhochschulen als Unterstudiengang Drehbuchschreiben als Kunst irgendwie so ein Seminar machen. Aber ich möchte wirklich dieses Signal setzen, dass es eine Kunst ist und dass es, also, dass es KünstlerInnen gibt, die da gefördert werden müssen, also um das auch zu ermutigen, um das wirklich auch als Ton und als Farbe und als Wirklichkeit zu setzen. Und wenn ich an, ich kenne ja die ganzen Filmhochschulen, ich bin da ja auch immer mal und auch in München und Drehbuchwerkstatt und so oder Ludwigsburg und diese ganzen Drehbuchabteilungen, da gehe ich hin, auch wir mit Kontrakt gehen da hin und predigen da Selbstbewusstsein, weil leider die Strukturen gerade an den Filmhochschulen auch immer noch in diesem einen Film von und dann kommt der Name der Regie, in diesen Strukturen funktionieren. Zum Beispiel in Ludwigsburg ist die, ich kenne ja auch die StudentInnen da, die haben die DrehbuchstudentInnen den schlechtesten Raum ohne Fenster, die müssen den der Regie zuarbeiten, die müssen, die werden wirklich wie AuftragsschreiberInnen behandelt. Also das jetzt Stand von vor 1,5 Jahren, hatte ich da aktuell mit zu tun. Und wir versuchen dagegen anzugehen. Also das ist nicht der richtige Ort. Also ich will an eine Kunsthochschule dafür gewinnen, für diesen Studiengang. Klein, also mit 10 StudentInnen, Studierenden pro Jahrgang sowas. Also ich habe da ja wirklich dieses Vorbild szenisches Schreiben, das kann man ganz gut nutzen. Danke. Frau Roxhelmer oder Vadim Oswald, keine Ahnung. Ja, besten Dank, Frau Hess,
für diese interessanten Einblicke. Kann man mich hören? Ja. Gut, schön. Ja, Perspektivwechsel auf Ihre nun vorher schon formulierten formulierte Vorliebe für Historie, ne, für historische Stoffe. Und das ist natürlich das, was uns interessiert. Nämlich die Frage, wie aus Geschichte Geschichten werden, nach welchen Konstruktionsprinzipien das passiert. Ich möchte ganz kurz vorweg schicken, dass wir da auch wissenschaftlich in den letzten Jahren Perspektivwechsel vollzogen haben. Das heißt, für uns ist dieser Bereich eigentlich ziemlich wichtig, also Manifestationen der Geschichtskultur, Filme, Romane, Computerspiele, auch für den Lernbereich. Wir haben heute Morgen darüber gesprochen, dass wir die Geschichtsdidaktik vertreten. Für uns ist es wichtig, die Konstruktionsprinzipien solcher Produktionen gut zu verstehen, um in einem zweiten Schritt dann SchülerInnen kompetent zu machen für den Umgang mit Serien, mit fiktionalen Transformationen von Geschichte. Und da habe ich ein paar Nachfragen. Ich finde das hochspannend. Gerade bei Ihrem Buch Deutsches Haus ist mir bewusst geworden nochmal, dass Sie ja quasi Teil von Erinnerungskultur sind mit dem, was Sie schreiben. Und andererseits wieder auch Erinnerungskultur formen mit dem, was sie dann publizieren. Wenn man jetzt dran denkt, die vielen Fritz-Bauer-Filme, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, setzen sich ja alle mit sehr ähnlichen Themen auseinander. Das heißt, diese sozusagen Erinnerung beziehungsweise die Aufarbeitung des Nationalsozialismus um 1959, 60, dann die 60er Jahre, das ist quasi ein Megathema geschichtskulturell und taucht bei Ihnen jetzt auch, wird auch bei Ihnen zentral. Was mir nochmal auch bewusst geworden ist in dem Gespräch, dass wir wirklich Drehbuch schreiben unterschätzt haben in dem Zusammenhang, weil Sie sozusagen genau an dieser Schnittstelle von Formung, von Erinnerungskultur natürlich eine ganz wichtige Rolle spielen und vor allen Dingen auch bei der Gattungswanderung. Das heißt, das, was erinnerungskulturell wahnsinnig wichtig ist, wie wandern bestimmte Aussagen von Gattung zu Gattung und werden dadurch auch mächtig. Ne? Was mir auffällt in dem zu der Konstruktion des Romans und Ihrer Erzählung im Verhältnis zu den Fritz-Bauer-Filmen, gehen Sie, glaube ich, anders vor. Das heißt, Sie machen sozusagen Ihre Figuren eben nicht zu authentischen Figuren, ne, sondern zu sie bewegen sich sehr stark in den mit fiktionalen Figuren. Die anderen Roma-Filme gehen ja so vor, dass sie mit realen Personen arbeiten und dann irgendwie noch eine fiktionale Figur einsetzen für irgendwas, was sie noch darstellen wollen. Aber ihre Figuren sind stark fiktional und sie sind Typen, die eben bestimmte Eigenschaften, zeittypische Eigenschaften repräsentieren. Und manchmal, wie ich finde, auch so bis an die Grenze ausgereizt werden, was sie noch repräsentieren können. Also mit bestimmten Eigenschaften beginnen. Was alles in dem deutschen Haus, in der Familie sich versammelt, ist ja unglaublich. Ja, bis hin zur Schwester, die noch Euthanasiemorde begeht und so weiter. Es sind unglaublich viele sozusagen Typenkonstruktionen. Und während die realen Figuren, und das interessiert mich auch bei der nun Umwandlung in einen Film, ja zurückgenommen sind. Das heißt, sie haben die Zeugen verfremdet. Aus Mauritius Brenner wird Otto Kohn, der ja das Bild seiner Zwillinge mit zu dem Prozess mitbringt. Aus dem Friseur von Herr Hösp, Paschinski, wird Jaschinski. Fritz Bauer heißt immer nur der Generalstaatsanwalt. Das heißt, das Reale, da hat man das Gefühl, sie wollen das Dokumentarische im Grunde so zurücknehmen, dass man es auch nicht für dokumentarisch hält, die Erzählung. Und im Grunde sozusagen das Fiktionale, das Erinnerungskulturelle rückt nach vorne, auch wenn es sehr reale Momente oder auch realistische Momente, also die Quellen durchkommen in den Protokollen, also einzelne Ausschnitte aus den Protokollen. Und eigentlich so Authentizität gewinnt es durch die vielen Zeitzeichen, die man eigentlich nur erkennt, wenn man sich wirklich auskennt, ja, in diesen Zeitbezügen. Also zum Beispiel
Paul Herrmanns NS-Fassung, es ist für uns eine Zeit angekommen, wenn das Eva singt, dann muss man wissen, dass das die NS-Fassung ist, die sie noch singt, ja, dieses alten Sternensingerlieds und so weiter. Also es ist sehr spannend in der Konstruktion. Für mich ist so die Frage insgesamt, jetzt nochmal die Nachfrage, ist diese Freiheit, die sie sich fiktional nehmen, die Geschichte so zu erzählen, eigentlich die Möglichkeit, das mehr an ihre sozusagen eigenen erinnerungskulturellen Bedürfnisse anzupassen, die Erzählung? Also es kommen ganz viele, finde ich, Dinge, die wir erst heute so richtig sehen, also zum Beispiel David Miller mit diesem Wilkomirski-Syndrom und so weiter, was man eigentlich erst seit einigen Jahren so richtig kennt, ja, dass es Leute gibt, die sich gerne in die Opferrolle eines Holocaust-Überlebenden hineinsteigern und so weiter. Also das sind Dinge, die natürlich sozusagen ein aktuell sehr beschäftigen. Aber die Frage ist, was gewinnen Sie durch diese sozusagen sehr freie fiktionale Konstruktion? Und wie setzen Sie das jetzt in den Film? Denn im Film muss ja Fritz Bauer auftreten, müssen ja die Zeugen auftreten. Das heißt, dieses Vage des Romans muss ja dann irgendwie aufgelöst werden. Ja, wie Sie schon gesagt haben, mache ich natürlich keine Dokumentarfilme, wobei Dokumentarfilme sind ja auch Fiktion. Also wo wird die Kamera hingezeigt und an welcher Stelle schneide ich den Dialog ab und so. Das ist ja auch eine Illusion, dass das in irgendeiner Art und Weise authentisch sein könnte. Und ich bin Fiction-Autorin, aber ich suche ja immer nach einer menschlichen Wahrheit. Und bei dem Deutschen Haus gab es ja auch mehrere Impulse, das erzählen zu wollen. Der eine war mit Sicherheit auch da bin ich eben Fritz Bauer auch gefolgt, dem ja von Anfang an klar war, da kann es überhaupt keine Strafen für geben. Also es wird da nicht um eine juristische Gerechtigkeit gehen können. In diesem Prozess unmöglich, aber es geht nur darum, dass die deutsche Bevölkerung erfährt, was Auschwitz gewesen ist. Und das ist ihm ja absolut gelungen. Also das war ja, ich meine, natürlich sind diese Verurteilungen skandalös und empörend, aber insgesamt war dieser Prozess ja ein absoluter Erfolg und ein Meilenstein in der Aufarbeitung. Und das war mir wichtig in dem Buch, also dass man das auch wieder, dieses Never Forget Prinzip, dann eben eine ganz wichtige Sache, weil ich weiß nicht genau, wie Sie es genannt haben, also weil ich bin ja natürlich auch geprägt durch die Geschichtsdarstellung in den fiktionalen Formaten, die ich so gesehen habe. Und da könnte ich jetzt gar nicht sagen, was fand ich da eigentlich gut. Also Dresden fand ich schrecklich. Also alles so Liebesgeschichten, Frau zwischen zwei Männern. Okay, passiert mir auch immer wieder. Aber da habe ich nicht, oder ich habe unsere Mütter, unsere Väter habe ich gehasst. Also das ist eigentlich das Deutsche Haus auch so ein Antiprogramm, weil da diese ganzen Produktionen bis 2010, sage ich jetzt mal, immer so erzählt haben, dass es da diese unschuldigen Deutschen gab, die eben von diesen Nazis überwältigt wurden und da irgendwie so mitgemacht haben und irgendwie nicht so richtig anders konnten. Und das ist ja auch so im Sprachduktus auch immer noch so drin, ne? Also das waren alles, da kamen die Nazis, nee, die waren da. Die hatten dann irgendwie eine Parteizugehörigkeit, aber die waren ja schon da. Also das war mir so, und sie sind dann immer noch da gewesen. Und es sind Menschen gewesen, die da in Auschwitz gedient haben. Von diesen 22 angeklagten Offizieren waren zwei sadistisch, also im pathologischen Sinne. Die anderen waren normale Menschen. Also darum ging es mir auch, das zu erzählen. Deshalb auch diese prototypisch deutsche Dackel-Gaststätte, Deutsches Haus, Familie, weil ich eben erzählen wollte, das sind alles eure Familien, ne? Und auch meine. Und ich habe so viel auch mit Leuten danach dann geredet, die plötzlich so, naja, bei uns gab es auch diesen einen Onkel, der immer aus Polen kam mit Zigarren, Schokolade. Ich weiß auch nicht, wo er die her hatte und Pelzmäntel. Hat keiner nachgefragt, ne? Also in jeder Familie, jede Familie ist Teil davon gewesen. Auch die Passiven sind dadurch politisch gewesen, dass sie passiv waren. Ne? Oder auch dieser zu beleuchten, wie lange
kann man noch Widerstand leisten und wann geht es nicht mehr, weil das eigene Leben bedroht ist. Also wir sind auch alle keine Helden, ne? Also so dieses, wie lange gucken wir uns diese AfD eigentlich an? So mal übertrieben gesagt. Oder wie halten wir die im Zaum? Also dass man da auch immer wieder richtig gegengehen muss. Und das manchmal, also mit welcher, also dass man nicht nachlassen darf da so. Also ich bin da natürlich auch sehr engagiert. Und deshalb wollte ich eben auch diese ambivalenten Figuren, auch mit den Eltern und so, dass man die hat, man liebt, die sind nett, die bemühen sich um ihre Familie. Der Vater sagt, in Auschwitz war die beste Zeit, weil endlich waren wir zusammen, mussten keine Angst vor Bomben haben. So, ne? Also so bitter das klingt, wo jemand aus heutiger Zeit sagt, wie kannst du nur? Also dieses Verurteilen, unser Verurteilen dieser Generation ist sehr leicht. Ne? Also das geht ja schnell. Also so, und darum ging es mir eben auch, das zu erzählen. Und deshalb wollte ich den Fokus nicht wieder auf diese Männerriege dieser Macher lenken, auch nicht auf die Angeklagten, weil sobald da steht Fritz Bauer im Roman, ich mache das, würde es so machen, googelt man den, man hat sofort ein Bild, man ist sofort, man gleicht es gleich ab, stimmt das jetzt, hat er dies gemacht, hat er das gemacht. Deshalb haben die Angeklagten Nummern. Und ich habe mich allerdings sehr akribisch an den Prozess gehalten. Also da wird nichts gesprochen, was nicht auch gesprochen wurde da. Also das hätte ich pervers gefunden, da was zu erfinden. Und ich, also einen Bruch habe ich gemacht, das ist der, die Begehung des Ortes, also diese, als die dann nach Auschwitz gefahren sind. Das war im Dezember 64 und dann war ja, glaube ich, das Urteil noch ein halbes Jahr später. Und das passte in meine Erzählung nicht rein, weil ich wollte so von Weihnachten zu Weihnachten in dieser Familie und deshalb habe ich so ein bisschen vermauschelt, welche Jahreszeit da herrscht, wenn die dann in Auschwitz sind. So, und die zweite Frage ist hier, wie machen wir das jetzt? Das ist interessant natürlich, weil jetzt heißt er Fritz Bauer und jetzt heißt er Wilhelm Boger, jetzt haben sie die Namen. Ich glaube, da werde ich mich auch sehr noch mit der Regisseurin drüber unterhalten, wie sie den zeigt. Also eher wirklich im Hintergrund, also dass man, das ist keine Hauptfigur, aber man muss natürlich spüren, dass er eine Bedeutung hat. So, also das wird noch eine Herausforderung, da eine richtige Form zu finden, dass man wirklich spürt, es geht um diese junge Frau, es geht um die Familie und sie gerät da rein und diese Zeugen. Übrigens habe ich auch aus Otto Kohn, der ja sowieso schon eine Zusammensetzung aus zwei Zeugen war, Josef Glück und dem Bernhard, den Sie angesprochen haben, wo ich auch länger darüber nachgedacht habe, kann ich das machen? Also ich habe sie ja dann genannt, so im kleinen Nachtext beide und hab's dann gemacht. Und daraus habe ich jetzt eine Frau gemacht. Also das ist jetzt eine Rachel Kohn, die da kommt, die eben Ärztin war und die deshalb diesen Apotheker kannte und ihr Mann hatte eine Augenkrankheit und sie hatte auch eben diese Zwillinge. Und das finde ich auch moderner. Ich weiß auch nicht, dieser Otto, ich würde es heute auch anders schreiben. Also das ist auch ganz interessant, das habe ich ja jetzt vor 3, 4 Jahren geschrieben, wie schnell sich das auch verändern kann, so dieses Erzählen, also die Figuren und für die Serie jetzt finde ich eine Frau an der Stelle, also so eine jüdische Matriarchin, die dann ihren ganzen Zorn diesen Männern da entgegenschleudert. Spannender. Frau Roxelmer, kann ich fortsetzen? Bitte? Ich hatte jetzt Frau Roxelmer gefragt, ob Sie vielleicht anschließen möchten. Ja, gerne. Frau Hess, ganz herzlichen Dank. Ich finde das immer so bewundernswert aus der Perspektive einer Historikerin, die sich bemüht, Geschichte zu erklären, finde ich das immer so wunderschön, mit Autorinnen und Autoren zu sprechen, die einfach Geschichte erzählen. Das ist, ich glaube, das ist so schwer, aber trotzdem so toll, weil es so viel, viel, viel vermitteln kann. Und was mich jetzt eigentlich interessieren würde, gerade auch im Unterschied zwischen Roman und Drehbuch, Sie müssen ja auch
die Andersartigkeit der Zeit zeigen. Im Roman bauen sie das ganz allmählich auf, über, Herr Oswald hatte das schon angesprochen, über so ganz viele Zeitzeichen. Derjenige, der sich mit der Zeit auskennt, der erkennt das sofort wieder, der sich vielleicht nicht so viel auskennt, der merkt das so ganz allmählich, dass das anders ist als die Gegenwart. Der Film muss das aber ganz schnell zeigen. Und trotzdem darf er, glaube ich, nicht wie jetzt historische Dokumentare, Dokumentarfilme, die einfach Quellen zeigen, diese Andersartigkeit so brutal zeigen. Er muss ja den Zuschauer irgendwie mitnehmen. Er muss so vermitteln zwischen der Gegenwart und der Vergangenheit. Und das würde mich interessieren, wie Sie das machen, gerade für dieses Thema, was ja, glaube ich, für Zuschauerinnen und Zuschauer, die wenig über die Zeit wissen, vielleicht ganz erstaunlich ist. Warum weiß man in Deutschland so wenig über die Zeit des Nationalsozialismus Anfang der 60er Jahre? Warum gibt es dieses extreme Schweigen? Warum will man nicht, dass diese Prozesse stattfinden, bis in die Familie von Eva hinein, die zwar, das kommt ja am Ende auch zum Ausdruck, Gründe hat, dieses Schweigen eben zu praktizieren. Ja, wie schaffen Sie diese Brücke zwischen der Gegenwart und dieser Vergangenheit, die ja auch noch eine doppelte Vergangenheit darstellen muss, also die 60er Jahre, und Sie gehen ja immer wieder auch in den Erinnerungen in die 40er Jahre hinein, gerade auch als, wenn Sie dann erzählen, dass Eva in Auschwitz ist und ihr diese Kindheitsepisoden wieder bewusst werden, von denen sie gar nicht mehr wusste, dass sie das überhaupt wusste oder dass sie in Auschwitz stattgefunden haben. Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das geht nur, natürlich nur über die Figuren letztlich. Also klar kann man auch eine Atmosphäre schaffen, also mit Musik kann man viel machen. Also das waren ja auch so Anfang der 60er Jahre, sind die Stones ja aufgekommen, also dieses Time is on my side zum Beispiel war da gerade ein Hit. Also wenn man das hört und man sieht gleichzeitig aber diese angeklagten SS, ehemaligen SS-Offiziere, also das, die Produzentin versucht gerade rauszufinden, was das wohl kosten würde, wenn man diesen Song benutzt von den Stones. Aber das fände ich ganz toll, also wenn man die da im Gericht sieht, so sitzen sieht und man hat den Song da drauf, ne? Das ist ja erstmal ein totaler Bruch, so, ne? Und dann wie 60er Jahre, ach so, ja stimmt, natürlich, das ist die Musik dieser Zeit und das ist, hat alles parallel stattgefunden. Also das ist ja so das Spannende auch an diesem Auschwitz-Prozess, dass da wirklich diese ungeheuerliche Vergangenheit wieder rausgeholt wurde und parallel war ja Deutschland in diesem Wirtschaftswunder, also da schon auf der ganz woanders. Also diese Widersprüche kann man natürlich in Bildern auch gut erzählen. Also dann war es ja auch diese Gesellschaft der, also das Übergewicht so überhandnahm im wahrsten Sinne des Wortes, also weil es eben auch zu viel zu essen gab oder es anfing damit, die Herzinfarkte haben sich gemehrt so. Also diese bestimmte Ludwig Erhard-Gesellschaft. Aber ich glaube, der Schlüssel ist es immer, mit einem Menschen da reinzugehen, der einen so an die, der einen da richtig einlädt. Also da, wenn das nicht funktioniert, also ich habe ganz ambitionierte historische Filme schon gesehen, die ganz also mit authentischer Ausstattung, mit großer Akribie gebaut und korrekt erzählt, wo man überhaupt nicht reinkam. Und das lag nicht daran, dass es die Zeit fremd war, sondern dass irgendwie ist niemand der Figuren hat einen so eingeladen und an die Hand genommen. Und ich glaube, wenn Eva, so eine junge Frau, die Angst hat, dass der Mann, in den sie verliebt ist, sie nicht will, das ist ja ein Problem, was immer, also da hat es zwar andere Konsequenzen, es geht da um Heirat und so, aber eigentlich geht es ja darum, der kommt vielleicht nicht oder meine Eltern finden ihn doof. Ne? Also gibt es ja auch Komödien, Meet Parents und so ohne Ende darüber, ne? Wenn man zum ersten Mal die Schwiegereltern vorstellt. Also das ist ja auch eine Situation, da graut es einem ja heute auch den Leuten manchmal. Verstehen und so. Ne? Und damit kommt man da rein, also mit diesen allgemeinen und mit diesen universellen menschlichen Konflikten, und die gibt es einfach, ne? Also wie Hunger, Müdigkeit, Sex, Beziehung, geliebt werden wollen, lieben, so das, und ich glaube, das ist der Schlüssel.
da reinzukommen. Super, danke. Darf ich noch eine ganz kurze Nachfrage, weil mich das interessieren würde? Sie hatten ja eben davon gesprochen, Sie würden gerne so einen Studiengang aufbauen, Drehbuch schreiben. Wäre da zum Beispiel auch so ein, ich nenne das jetzt mal Modul im Hochschuljargon, wäre da ein Modul auch Drehbuch schreiben über Geschichte? Also wäre das für Sie ein extra Thema im Vergleich zu Serien, die jetzt in der Gegenwart spielen, reine Fantasy-Serien oder so etwas? Also was ich fände das total interessant, also natürlich würde das als Thema sicherlich sowieso dauernd auf dem Tisch sein, weil sicherlich 50% der Ideen wären wahrscheinlich Historie. Ich glaube, es wäre dann toll, da ein Bewusstsein für zu bilden, also wie wir Historie wahrnehmen, also darüber zu sprechen. Also dass eben die 14-, 15-Jährigen denken, der Zweite Weltkrieg war so wie unsere Mütter, unsere Väter. Ne? Also das hat ja bei Amazon diese Reviews, ist ja der Wahnsinn. Also die gucken das ja. Ne? Und dann habe ich es ja jetzt selber auch erlebt, weil wir Kinder vom Bahnhof Zoo, diese Serie hat ja dermaßen gespalten, also die Leute, also meiner Generation, die ja aufgewachsen sind mit Christiane F., dem Roman und dem also autobiografischen Roman und der Verfilmung, die allerwenigsten fanden das gut, also die fanden das eine Katastrophe. Also wir haben da an einem Denkmal gerüttelt. Also ich habe noch nie Hassmails bekommen bei Produktion, jetzt schon. Ne? Also wirklich, was mir denn einfiele, sowas zu machen und das zu wagen. Und das, wo ich ja selber so ein Fan bin von dem Original oder beziehungsweise mich das ja nie losgelassen hat. Und die jungen Leute, die das eben nicht kennen, die gehen da, die sehen da was ganz anderes drin. Also die sehen eben diese Clique, die in den Abgrund rauscht, im wahrsten Sinne des Wortes. Also weil sie irgendwie aus scheiß Familien kommen, weil da keine Liebe ist oder Überliebe. Und die sehen das, was für sie gültig ist heute. Ne? Aber Sie haben vorhin, so ein, Herr Oswald, so ein schönes Wort benutzt. Ich habe es vergessen mit dieser Historie, wenn man das so weitergibt. Nee, die Themen so, die das Medium wechseln, wie war das? Gattungswanderung. Ja. Genau, also, ja. Das ist total interessant. Das finde ich super interessant. Ja, weil das wäre auch so, also man macht es ja oft so unbewusst auch. Ne? Oder wo muss man die Sachen her? Und warum sind bestimmte Themen an bestimmten Orten und werden wie aufgearbeitet? Also das finde ich sehr spannend. Also Bewusstsein schaffen dafür, wie wir Historie wahrnehmen. Oder ich meine, einfach mal darüber anfangen, wie ich in der 10. Klasse den Geschichtsunterricht wahrgenommen habe, nämlich katastrophal. Ja, wo ich mich gefragt habe, warum gehe ich, eigentlich ist das doch wahnsinnig spannend, warum geht das nicht? Ne? Also warum ist das, vermittelt sich nicht, wie spannend das ist? Also das, überhaupt, was wann auch gelehrt wird. Also dieses der Holocaust, den natürlich Eva, wo sie nichts drüber erfahren hat. Und also das Wort gab es ja auch noch gar nicht. Also ich habe ja dieses Lexikon tatsächlich, von 1960 die Ausgabe, da gibt es das Wort noch gar nicht. Holocaust. Und Auschwitz ist von 5 Zeiler. Und dieser Bildung ist sie ja aufgewachsen. Ne? Ja. Oder? Das finde ich eine sehr spannende Anmerkung. Einfach, wir sprechen auch manchmal vom Spielfilm als dem Geschichtslehrer der Massen. Das heißt, uns ist, glaube ich, sehr bewusst, dass die Geschichtswirksamkeit von Filmen und Romanen, vor allen Dingen aber des Films, viel stärker ist als die des Geschichtsunterrichts. Da machen wir uns keine Illusionen in der Hinsicht. Ne? Und darauf müssen wir eben auch reagieren, ne? Bei Geschichtsvermittlung. Das ist gar keine Frage. Aber das ist das, was uns zugleich insgesamt in dieser Sektion interessiert, ne? Oder in dieser Reihe, dass wir genau diesen Fragen auf den Grund gehen wollen. Also diese medialen Wechsel und diese Transformationsprozesse von Medium zu Medium und das eben mit diesem Schwerpunkt Schreiben. Aber wir haben so ein bisschen das Problem, dass die Zeit viel zu schnell läuft und ich meine auch schneller als sonst. Aber vielleicht nehmen wir uns noch so 5 bis 10 Minuten, um nochmal in einen anderen Bereich überzugehen. Und vielleicht darf ich dir, Norm, nochmal das Wort geben. Wir hatten ja auch die Idee der Autorschaft. Immer dazu haben wir jetzt natürlich auch einiges erfahren, aber vielleicht können wir die nochmal rausgreifen.
Ja, also jetzt vielleicht kann man da ganz gut anknüpfen an das, was jetzt zuletzt gesagt worden ist. Gerade als Autorin von Serien eben mit einem historischen Schwerpunkt könnte man ja auch überlegen, dass sie eine gewisse Ethik zum Beispiel verfolgen. Also in dem Moment, wo wir es mit komplexen historischen Zusammenhängen zu tun haben, die wir aufschlüsseln, die wir publikumsgerecht aufbereiten. Sie haben ja eine ganz wichtige Möglichkeit genannt, nämlich, dass wir die universalen Themen und Konfliktfelder der Menschheit gewissermaßen, ne, Liebe, Tod, Trauer, was auch immer, dass das quasi unser Anknüpfungspunkt ist, von dem aus wir dann sozusagen in alle Epochen reinblicken können gewissermaßen und die dann vermittelbar machen. Aber das ist doch auch mit einer gewissen Verantwortung, könnte man sagen, verbunden. Empfinden Sie sowas oder würde man das, was Herr Oswald vorhin gesagt hat, auch in, nämlich, dass Sie stark fiktionalisieren, könnte man das auch dahingehend radikalisieren und sagen, ich finde das spannend, was in den 60er Jahren abgelaufen ist, aber eine Moral muss ich in dem, was ich schreibe, nicht vermitteln. Doch, natürlich, das muss ich absolut. Also ich bin mir meiner Verantwortung da sehr bewusst und das wird ja auch, also mein Drehbuch ist ja auch, entsteht ja dann auch mit Redaktionen, es wird ja sehr viel gesprochen, auch darüber, was lösen bestimmte Dinge aus und ich habe, na klar, habe ich da auch so meinen Glauben erstmal auch an das Gute im Menschen oder wiederum, dass in jedem Menschen auch ein Abgrund steckt und dass es dafür aber auch Gründe gibt, also diese, ich, also wenn so eine Überschrift ist, schon auch Toleranz und Verzeihen, also das, darum ging es mir auch sehr beim Deutschen Haus, dass man natürlich, also dass man die Eltern nicht zu schnell verurteilt. Also es ist natürlich kein Happy End oder so, sie geht ja auch erstmal. Aber wenn man jetzt überlegt, so 3-4 Jahre später gibt es auch vielleicht auch wieder eine Annäherung. Also weil so, sonst kommt man ja auch nicht weiter. Also wenn man nicht verzeiht und Verständnis zeigt, entwickeln wir uns ja auch nicht weiter. Also wir kennen das ja alle aus unseren Familien, dass immer dieselben Geschichten erzählt werden, ne? Also von den Großeltern und so. Und also ich würde zum Beispiel meinem Opa heute natürlich ganz andere Fragen stellen als mit 20, wo mich das gelangweilt hat, immer dieselben Geschichten zu hören. Naja, warum wohl? Damit er nicht die eigentlichen Geschichten erzählen musste oder das nicht an die Stellen musste, wo es wehtut oder wo er Schuld empfindet. Also diese ewigen Schuldgefühle, die da auch weitergegeben werden, also das aufzulösen über Gespräche, also aufeinander zuzugehen. Und das macht mich dann auch am glücklichsten, wie zum Beispiel bei Kudamm 56, wo es diese schreckliche Mutter gibt, ne? Also die ja erstmal ein Monster ist, aber die, also sie hat einen Grund, warum sie so ist, warum sie so hart und bitter geworden ist. Und den versteht man so, peu à peu versteht man den. Und da habe ich dann wirklich Briefe, also oder bei Facebook oder Kommentare und Mails bekommen. Jetzt verstehe ich meine Oma, jetzt verstehe ich meine Tante, jetzt verstehe ich meine Mutter. Ne? Und da freue ich mich so drüber. Ne? Also wenn man damit, also das ist jetzt auch ein bisschen abgegriffener Begriff, aber wenn man so Brücken zwischen Generationen schlagen kann durch solche Erzählungen, also wenn dann auch 14-Jährige oder 20-Jährige, die Oma fragen, was und so war das? Das gibt es ja wohl gar nicht. Und die kommen dann wirklich ins Erzählen. Also das, es wird wirklich zu wenig erzählt. Und ich wollte noch einen abschließenden Satz dazu. Dieses Deutsche Haus war ja auch überraschend für mich. Einerseits auch erfolgreich im Ausland, vor allen Dingen auch in Spanien. Also die ganzen spanischsprachigen Länder, das ist sogar besser verkauft worden als in Deutschland. Und ich war in Spanien, in Madrid, zu so ein paar Pressetagen und Interviews und habe da auch mit vielen JournalistInnen gesprochen. Und da saß mir zum Beispiel eine 20-jährige Bloggerin gegenüber und hat angefangen zu weinen und hat gesagt, sie dankt mir so für dieses Buch. Und dann habe ich gedacht, warum eine 20-jährige Spanierin, was hat die jetzt mit dem Holocaust zu tun? Und dann hat sie eben gesagt, dass eben die in Spanien diese ganze Franco-Ära überhaupt nicht aufgearbeitet ist und dass es eben in ihrer Familie so viele blinde Flecken, so viel Schweigen, so viele Menschen, die plötzlich nicht mehr vorkommen in der Familiengeschichte, die irgendwie weg waren und so und dass sie
das so berührt hat, das zu erzählen, dass eben eine Familie, dass eine Familie nicht losgelöst ist aus der Historie und einfach in ihrer Wohnung existiert, sondern dass wir alle ja Teil der Historie sind. Und das hat sie einfach auch nochmal motiviert, da in ihre eigene Familie hinzugucken. Und das fand ich ganz natürlich total berührend auch. Ja. Weil wir es ja jetzt zuletzt von Autorschaft hatten. Da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Ich sage, ich bin Autorin und ich möchte vor allem Geschichten erzählen. Man kann Kudamm zum Beispiel rezipieren, so habe ich den erstmal rezipiert, als eine wahnsinnig gute Geschichte. Den kann man durchgucken. Drei Teile. Super spannend, tolle Charaktere. Dass da auch um deutsche Vergangenheit und Auschwitz, um DDR, Westdeutschland geht, das kommt damit rein. Also das heißt, ich kann mich als Autorin, als jemand betrachten, die vor allem Geschichten erzählen will. Oder ich sage, mit meinem Begriff von meiner persönlichen Autorschaft verbindet sich eben sozusagen ein ethischer Mehrwert, wenn man so will. Ich möchte mit meinen Geschichten auch noch was erreichen, außer Unterhaltung. Und wenn ich Sie jetzt alles so verstanden habe, dann würden Sie quasi eher zu dieser zweiten zu diesem zweiten Selbstbild von Autorschaft tendieren. Ja, ich erzähle Geschichten, aber ich möchte mit meinen Geschichten auch immer eine Wirkung erzielen, im Sinne eben von Aufklärung, von Dialogstiften. Kann man das so dann sehen? Ja, unbedingt, ja. Aber ich glaube, da können Sie auch alle meine KollegInnen fragen. Ich glaube, selbst die für Notruf Hafenkant ein Drehbuch schreiben wollen, ja, suchen ja dann auch einen berührenden Konflikt. Also versuchen ja auch von Menschen zu erzählen. Das ist dann vielleicht manchmal nicht so hochwertig produziert und versendet sich und so. Aber ich glaube, AutorInnen, ich glaube, das kann man verallgemeinern wollen, Geschichten erzählen, die bewegen. Und bewegen heißt ja, dass man sich bewegt im besten Sinne, im Kopf und im Gefühl, dass man irgendwie ein Stück, also nicht nur sentimental wird, ach Gott, war das schön und so. Also wie zum Beispiel bei Kudamm gibt es ja auch so Leute, oh, die 50er und die gute alte Zeit. Ne? Also auch jetzt in dem Musical, die kommen da tatsächlich auch so kostümiert, so wie 50er Jahre mäßig. Die haben zu Hause natürlich Nierentische und Tütenlampen und so. Setzen sich dann da rein und das ist ja auch eine schöne Geschichte und kriegen dann aber auch um die Ohren gehauen, dass es eine völlig restriktive, rassistische, frauenunterdrückende, homophobe Zeit war. Also ich mag es gern, erstmal so zu tun, als ob ich eine schöne Geschichte erzähle und dann von hinten durch die Brust ins Auge so kommen dann die Themen. Also das ist natürlich beim Deutschen Haus dauert es ja auch ein bisschen, dass einem klar wird, worum es da eigentlich geht. Aber so bei Kudamm ist es ein bisschen verborgener. Aber die Emanzipationsgeschichte, und ich sitze ja jetzt oft in den Aufführungen auch drin im Musical, weil live ist ja auch nochmal was ganz anderes, also ganz toll auch. Und wenn dann diese Dialoge kommen, ne, also wenn zum Beispiel Helga, die eine, von ihrem schwulen Ehemann geschlagen wird, weil er halt selber auch so super unter Druck ist, ne, und dann zu den Schwestern kommt, die sagen, sag mal, oh, war das dein Mann, ne, das blaue Auge? Dann sagt sie, nee, ich habe mich gestoßen. Und der zweite Satz ist dann, und außerdem darf er das als mein Ehemann. Und sie glauben nicht, was da jedes Mal im Publikum los ist. Eine Welle der, oh, oh, oh. Und dann saß schon mal so ein Pärchen vor mir, wo der Mann total gelacht hat und die Frau zu ihm sagte, das hättest du wohl gerne. Dann, Scheiße. Wir noch lange nicht mit fertig. Gerade diese ganzen emanzipatorischen Sachen oder irgendwie auch das Homosexuelle, da ist richtig was los. 2022. Ja. Frau Hess, ich würde so ganz gerne jetzt die Runde abschließen wollen. Ich hätte eine allerletzte Frage an Sie. Hoffe, dass die jetzt nicht nochmal einen ganz neuen Kontext aufreißt. Aber was glauben Sie, wie sich die Rolle von Drehbuch- oder FilmschreiberInnen, wenn ich es mal allgemeiner ausdrücken sollte, verändern wird? Ich denke da vor allen Dingen daran, dass wir im Moment ja noch sehr stark so ein Bild auch haben, überhaupt von Autoren, Autorinnen, die eher einsam in Kammern sitzen. Und aber wir wissen ja längst auch von Ihrer eigenen Erfahrung her, dass es sowas wie Autorenkollektive gibt, dass es gerade beim seriellen Schreiben ja auch so unterschiedliche Beteiligte gibt, die an Drehbüchern sitzen. Haben Sie da so eine
noch sozusagen so ein abschließend, so eine kurze Idee, mit der wir in die Zukunft gucken oder vielleicht sogar auch in die Gegenwart und sie gar nicht so wahrgenommen haben bisher? Also ich glaube, das wird sich jetzt nicht so wahnsinnig verändern, außer dass irgendwie die Menge sich verändert. Es wird sehr viel mehr AutorInnen geben, weil eben der Bedarf nach Content so ungeheuer groß ist. Das wird eventuell auch wieder ein bisschen rückläufig sein, weil ich glaube, so dieses goldene Zeitalter, was wir jetzt da haben, kann sich nicht ewig so halten. Ich geht Ihnen sicherlich auch so, wer soll denn das alles gucken, was produziert wird. Aber diese ganzen Arbeitsabläufe, dass es Produktionen gibt, in denen es Teams geben muss, gab es auch schon bei Serien im deutschen Fernsehen vor 30 Jahren. Also das heißt heute Writers Room, früher gab es Schreibteams. Also das finde ich auch so ein bisschen albern, da immer so zu tun, als ob das alles ganz neu wäre. Das ist auch Quatsch. Mhm. Der Bedarf nach originellen Serien, originellen Erzählungen, nach überraschendem, besonderem, ich glaube, der wird steigen aufgrund eben dieser gut produzierten, aber dann teilweise doch so ein bisschen konservenhaften Masse. Also deshalb glaube ich eben wirklich, dass das eine gute Idee wäre, das zu unterstützen. Also das Besondere. Mhm. So. Vielen Dank. Ja, das hat mir sehr gut gefallen und sehr gut gefallen, dass Sie mit uns gesprochen haben. Wie gesagt, wir hätten es lieber im persönlichen Austausch gemacht. Vielleicht ergibt sich das an anderer Stelle nochmal. Ich möchte Ihnen ganz, ganz herzlich danken. Ich möchte Norman Echtler ganz, ganz herzlich danken für die tollen Beiträge und natürlich auch den Personen auf dem Podium, die die Diskussion mit Ihnen geführt haben. Und auch der Technik danken hier am ZMI in Form von Annette Feller und Ralf Zoth und den ZuschauerInnen. Ich hoffe, Sie nehmen einiges mit. Und dann darf ich mich im Namen aller ganz herzlich verabschieden, bedanken, wünsche allen noch einen schönen Abend und hätte mir jetzt auch so ein schönes Musikstück zum Abschluss gewünscht, aber das machen wir jetzt nicht mehr. Machen Sie es gut, Frau Hess. Tschüss, vielen Dank. Ciao.